Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Evil Ed am Sonntag. Ich grüße den Chat und ich grüße alle, die noch so irgendwo halb im Schlaf liegen und uns jetzt noch hören. Aber übrigens eine neue wunderschöne Wintertasse, muss ich doch mal mit angeben. So. Ja, was wir heute geplant haben. Also, wie ich ja auch in den sozialen Netzwerken angekündigt habe, wir haben Hanau gesehen, den neuen Uwe Boll-Film. Da werden der Sören und ich nachher mal ein bisschen was drüber reden. Dann habe ich logischerweise Mandalorian gesehen. Da kann ich als uralt Star Wars-Fan natürlich auch einiges zu sagen. Aber ich hoffe, dass nachher nochmal der Raphael oder irgendeiner reinkommt, der auch so ein bisschen Star Wars-mäßig drauf ist, damit ich nicht alleine hier vor der Kamera rumsitzen muss und labern muss. Ansonsten, für die Leute, die die Show nicht kennen und die sich wundern, dass wir hier eine 007 haben ohne Bond diesmal, wir hatten Bond vor zwei Ausgaben. Also das Thema ist erstmal abgehakt und im Moment tut sich ja auch Bond-mäßig nicht so richtig viel Neues. Und nochmal über die Lieblings-Bond-Filme reden wäre ziemlich Blödsinn. Meiner ist immer noch Skyfall, da wird sich wahrscheinlich so schnell nichts dran ändern. Ansonsten, ach ja, Eternals habe ich gestern Abend dann geguckt, so aus reiner Langeweile, wenn man gedacht hat, naja, man hat ja Disney, machen wir das Ding mal an, gucken wir mal, was Neues gibt. Und dann war dann der Eternals da und der war auch recht überraschend. Aber ich glaube, da werden wir nachher auch noch einige zu haben, die was zu verlautbaren haben. Jetzt erstmal so eine Frage in den Chat rein. Habt ihr denn noch irgendein Thema, was wir in die große Liste aufnehmen sollen, damit wir das heute nicht vergessen? Weil noch ist ja gar keiner von den üblichen Verdächtigen aufgetaucht. Ich guck mal gerade. Tut sich im Moment nicht viel. Na gut, dann fangen wir doch mal, wo wir gerade dabei sind, mit Eternals an. Also, ich gucke ja, trotzdem ich der Marvel-Filme ja eigentlich ein bisschen müde geworden bin, kurz vor dem Avengers Endgame, gucke ich ja trotzdem logischerweise alle Marvels. Also, irgendwo zieht es einen ja dann doch hin, aber es zieht mich nicht mehr ins Kino dafür. Und deshalb fand ich Eternals eigentlich ganz gut auf dem Bildschirm aufgehoben, habe ich gedacht. Hab mich da aber wohl ein bisschen getäuscht, weil visuell ist der ziemlich interessant gemacht. Hat tolle Schauspieler, also abgesehen von Angelina Jolie, die ja eigentlich immer gut ist. Aber der ist auch schön düster. Der ist ungefähr so das, was DC versucht hat, nur in gelungen. Und das fand ich sehr interessant. Weil bei DC haut er mit dem Düsteren irgendwie nicht hin. Bei dem Film funktioniert das total. Man sitzt wirklich da und sagt, huch, die gehen aber an Ecken. Wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass sie das sich trauen in einem Marvel-Film. Und was faszinierend war, ist eben diese gesamte Mythologie, die die da aufbauen, die im Comic-Heft, ich schätze mal so 30, 40 Ausgaben gedauert hat, bis man das so einigermaßen kapiert hatte mit den Eternals. Ich habe es dummerweise nie gelesen. Das packen die tatsächlich in diesen 2,5 Stunden-Film rein und du hast das Gefühl, am Ende fast alles sogar irgendwie verstanden zu haben. War ich sehr überrascht drüber. Gut, einiges muss ich jetzt nachlesen. Ich weiß immer noch nicht, was der Kit Harington da zu suchen hatte. Also wer das dann sein soll, weil, na gut, das wäre jetzt ein Spoiler, wenn ich was dazu sagen würde. Aber mit dem passiert halt irgendwas in dem Film. Und das wirft dann bei mir so ein paar Fragen auf, weil ich dieses ganze Meta-Multi-Universum eigentlich nie gelesen habe. Ich habe also die Marvel-Comics ja in den 70ern kennengelernt. Hab dann so bis, ja, sag ich mal, Mitte der 80er das noch verfolgt. Aber dann kam ja schon Image, dann kamen die McFarlane-Sachen. Und dann ist man in eine etwas andere Superhelden-Ecke gegangen, wenn man überhaupt noch Superhelden geguckt hat oder gelesen hat. Und da wollte man dann etwas anderes haben. Genau. Also Clojero, da war ich auch überrascht, also dass die auch. Ich meine, Nomadland hatte ich gesehen und Nomadland ist ja nun was ganz anderes als ein Superheldenfilm. Also das sind ja nun na, eher das Gegenteil von Superhelden, die da nun mal die Hauptrolle spielen. Und auch so mit dem politischen Hintergrund und so, das war ein schöner, super gut gemachter, ernster Film.
Und ich hätte nicht erwartet, dass von ihr dann noch so viel übrig bleibt in dem Marvel-Film, weil wenn du ja andere Regisseure siehst, also abgesehen von James Gunn, der ja machen darf, was er will, oder Taika Waititi, die restlichen kann ich mir auch nicht merken. Also ich wüsste jetzt nicht, wer welchen Marvel-Film gedreht hat, weil die eigentlich nichts Eigenständiges haben oder auch haben dürfen. Weil die sind ja nun mal so typisches Franchise-Zeug, wo nicht mehr experimentiert werden darf, als der Produzent zulässt. Und das ist leider Gottes nicht viel. Ne? Ah, der Sören ist jetzt auch schon da. Sehr schön. Guten Morgen, Sören. Auch schon wach. Also ja, du warst ja eben schon wach. Du hast mir schon Videos gepostet. Also. Möchtest du denn dann direkt reinkommen, um mal direkt den Hanau-Teil abzuhandeln, damit wir den Leuten jetzt auch neben dem lustigen, unterhaltsamen Marvel-Film, den ich überhaupt nicht lustig fand, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also so richtig fröhlich war der nicht, super gaggeladen war er auch nicht. Aber wie gesagt, das ist was anderes. Also es ist wirklich, wenn ich jetzt das Zitat mache, was da gerade bei mir im Kopf rumschwirrt, dann würde ich mich blamieren. Also ich würde sagen, das ist Citizen Kane der Marvel-Filme bis jetzt. Kann man den Chat eigentlich lesen auf der Twitch-Übertragung? Habe ich jetzt gar nicht so im Auge. Oder soll ich den mal was größer machen? Wenn ich den finde. Das müsste eigentlich das hier sein, das Fensterchen. Nee, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ah, da ist es. Ich mache mal den Chat ein wenig, hoppala, ein wenig lesbarer, wenn das funktioniert. So, jetzt habe ich euch ein bisschen lesbarer gemacht. Oh, Achternbusch ist ein ganz schweres Thema. Ich bin ja in den 70ern aufgewachsen, war in den 80ern, also eigentlich immer so im 20-Bereich. Und damals hatte ich kein Auge für Kunstfilme oder ähnliches und habe Achternbusch eigentlich immer nur dann gesehen, wenn wieder irgendein Skandal war. Also wie das Gespenst oder sowas, das hat man sich dann doch mal im Kino angeguckt. Aber ich glaube, da kann der Sören nachher auch mehr zu sagen. Also der ist, glaube ich, mehr so in dem Kunstfilmspektrum unterwegs. Das war nie so meins. Sicherlich war es interessant, was der Mann gemacht hat, aber das war bei Schlingensief genauso. Und ich weiß nicht. Ich bin da vielleicht sehr, viel zu sehr auf Unterhaltung gebürstet bei solchen Sachen. Weil ich fand also das Gespenst nicht sonderlich unterhaltsam, bis auf zwei, drei Szenen, wo er den Leuten das Bier weggeklaut hat und so, als Jesus. Das fand ich ganz gut, aber. Aber du kannst gerne, Batman, kannst gerne reinkommen und darüber schwärmen. Also, ich meine, dass wir Achternbusch verloren haben, ist ein Verlust, ganz klar. So viele Filmkünstler haben wir nicht in Deutschland. Komm in Discord, reden wir drüber, kein Problem. Du kannst mich ja vielleicht überzeugen, aber ich bin ja auch, ne, wie gesagt, als Jugendlicher mit Fassbinder aufgewachsen und konnte auch dem nichts abgewinnen, weil mir das alles zu deutsch war, vielleicht. Vielleicht, weil ich damals schon so mehr auf den US-Kram oder den asiatischen Kram gestanden habe. Wenn ich damals was Ernstes wollte, habe ich irgendein Science-Fiction-Buch gelesen. Also so die Dystopien Sci-Fi aus den 70ern. Und wenn ich unterhalten werden wollte, bin ich ins Kino gegangen. Und wenn ich enttäuscht werden wollte, habe ich Fernsehen geguckt. Also zumindest in den 80ern. In den 70ern war das Fernsehen ja großartig, aber in den 80ern war da ja doch nicht mehr so viel Originelles drin. Also wie gesagt, ich hau auch nochmal den Link hier am besten rein. Kann ja nichts schaden, wenn man den öfter mal wiederholt.
einfach anklicken und falls man den Discord noch nicht runtergeladen hat, natürlich das Programm erst runterladen und dann einfach einloggen und funktioniert. Im Normalfall. Ist denn da noch aufgetaucht alles? Irgendjemand, den ich persönlich begrüßen muss? Nee, ich begrüße jetzt einfach nochmal netterweise den Chat, weil ich einfach ein netter Mensch bin. Aber wenn wir über Leute reden, wir haben ja in der letzten Woche auch Bogdanovic verloren. Und das zum Beispiel ist ein Regisseur, der für mich mein Leben geprägt hat in irgendeiner Form. Ich habe Paper Moon damals im Kino gesehen und habe danach eigentlich alles, was Bogdanovic gemacht hat, zumindest im Fernsehen oder auf DVD geguckt. Weil der für mich so ein bisschen eben das Kino zeigt, was ich liebe. Also amerikanisches, modernes amerikanisches 70er-Jahre-Kino. Also das ist so meine Zeit gewesen. Vielleicht bin ich zu alt. Ja, Schlingensief, Achternbusch, alles schön, aber nicht meine Welt. Schlingensief selber war ein netter Typ, den habe ich damals bei der Premiere von Zander kennengelernt. Der war bei der Premiere dabei. Und super freundlich, super lustig und vor allen Dingen natürlich ein absolutes wandelndes Filmlexikon auch. Und der hat damals ja noch, das war ja so in seiner Anfangszeit, Anfang der 90er, da hat er sich noch auf Film konzentriert und seine Filme fand ich auch alles ziemlich originell und lustig. Dann seine Talkshows fand ich toll, aber als er dann angefangen hat, so Kunstaktionen zu machen, das war nicht mehr meine Welt. Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur zu ungebildet für. Ich bin ja schließlich nur Hauptschüler, also irgendwo muss die Grenze ja erreicht sein, wo dann nichts mehr läuft. Und wenn man so aus der Fassbinder-Ecke denkt, ne, dann war für mich der Größte aus der Fassbinder-Ecke, war zum Beispiel damals Uli Lommel, weil ich habe Zärtlichkeit der Wölfe gesehen, ich fand den unheimlich toll. Und habe gedacht, mein Gott, der Lommel, das wird jetzt einer, der wird jetzt das deutsche Filmbusiness absolut revolutionieren und mal was ganz anderes machen. Und dann hat er ja in den USA den Boogeyman gemacht, der ja auch meiner Meinung nach gar nicht so schlecht ist wie sein Ruf. Also den kann man ohne weiteres mal gucken, so als Slasher. Und dann ist er ja doch ein bisschen, naja, das Highlight war ja dann der Daniel Kübelbeck-Movie, der war ja auch nicht ganz so bemerkenswert. Aber da auch schade, ne? Damals vor ein paar Jahren, als Lommel noch lebte, wollte er auch mal bei uns in den Podcast kommen und da war auch schon alles so weit abgemacht und dann ist er leider in der Zeit zwischen der Aufnahme und dem Abgesprochenen ist er dann verstorben. Also deshalb lade ich auch nicht mehr solche Leute bei mir in den Podcast ein, das ist mir zu gefährlich. Ich habe das Gefühl, ich habe dann sowas wie der Graue Rat hier, der Babylon 5 Podcast. Sobald der Geburtstagskarten an irgendwelche Stars schickt, versterben die nämlich auch. Und das Risiko gehe ich jetzt nicht mehr ein. Sonst hätte ich sicher schon Scorsese hier gehabt oder so. Oder Uwe Boll halt. Ne? Wobei, da kann es tatsächlich passieren. Der hat gesagt, er wäre ja von uns noch nicht eingeladen worden. Da werde ich dann demnächst den Herrn dann doch mal einladen. Um zu gucken, was der sonst so zu erzählen hat. Und der kommt bestimmt auch. Der hat da wahrscheinlich keine großen Probleme mit. Also ich finde es ja lustig, dass heute die üblichen Verdächtigen gar nicht auftauchen. Also bis auf Sören. Aber Sören ist ja auch schon mittlerweile Inventar hier. Und hilft mir, dass ich hier nicht ganz alleine 2 Stunden sitzen muss. Ich habe übrigens, ach ja, das kann man ja auch mal so beiläufig erwähnen, ich habe ja jetzt mittlerweile die Booster-Impfung drin. Ich bin am Mittwochmorgen um 11 Uhr dann mit Moderna geimpft worden. Und Mittwochabend um 23 Uhr bin ich dann aufgestanden, weil ich muss ja immer nachts arbeiten. Und da dachte ich so, oh, das ist aber jetzt übelst. Gar nicht, der Link müsste eigentlich direkt in unsere Warteschlange führen. Und in der Warteschlange ziehe ich dich dann rein. Das ist überhaupt kein Problem. Ansonsten heißt der Server Evil Ed zum Sonntag. Also wenn du da noch irgendwo immer im Hauptverzeichnis landen solltest.
Das wäre schon lustig, mal ein neues Gesicht hier zu sehen oder eine neue Stimme zu hören, vor allen Dingen. Ah ja, da ist er ja, der Marius. Ich zieh dich mal gerade rüber, so. Ich weiß nicht, ob du Kamera hast oder nichts. Oder ob man dich hören kann. Kann man mich hören? Man kann dich hören, man kann dich hören. Du bist ein bisschen leise, ich muss dich ein bisschen lauter stellen. So. Einen wunderschönen guten Tag, Marius. Woher kennst du uns? Woher kenne ich dich? Ich glaube, du folgst mir auf Twitter. Zumindest folgst du meinem Zweit-Account, der Filmdialog. Ah, der bist du. Gut, okay, dann weiß ich Bescheid. Das erklärt dann natürlich auch den Achternbusch. Genau, ich bin tatsächlich Evil Ed. Oh, vor 10 Jahren. Nee, 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 nicht so lange. Vor, ich glaube, fünf, 6 Jahren habe ich euch irgendwie online gefunden. Und da war ich halt einfach relativ begeistert von. Danke. Aber damals waren wir ja auch noch das alte Team, ne? Das hat sich mir auch nie so ganz ergeben, wie sich die Teams verändert haben. Ich habe so alle Folgen immer beim Rasenmähen gehört und habe dann irgendwann gemerkt, okay, da steckt ja relativ viel Substanz hinter und besonders die Folgen über Edgar Wallace sind mir stark im Kopf geblieben. Da war ich auch ganz froh drum. Da hatten wir ja den Olaf Brill dabei, ne? Genau, und das fand ich halt sehr gut einfach, wie sich das alles sozusagen erklärt hat in den Folgen. Und ich habe so viel dazu gelernt dadurch. Ich habe letztens einen Vortrag in der Uni halten müssen über Edgar Wallace und habe da einfach nochmal die Folgen so ein bisschen gehört. Und es hat mir sehr viel geholfen. Da bin ich aber wirklich jetzt mal stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, was natürlich das Problem bei Evil Ed ist, ich meine, hier die Nummer, die mache ich jeden zweiten Sonntag, da setze ich mich hin und laber einfach. Aber Evil Ed erfordert immer gewaltige Vorbereitung. Also, wenn man so einen richtigen Evil Ed Podcast macht, da bist du schon am Recherchieren, ne? Da musst du schon was für tun. Also, das geht nicht von alleine, ne? Und deshalb platzen uns die Teams auch immer auseinander. Weil denen dann irgendwann sagt, oh Mann, das ist ja doch viel Arbeit. Das ist doch nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Leider. Aber Achternbusch, wie bist du zu Achternbusch gekommen? Weil du bist ja auch jünger eigentlich, ne? Ja, also ich bin 27. Ich kam eigentlich auf Achternbusch, indem ich mich so ein bisschen durch die deutsche Filmgeschichte gewühlt habe und dachte so, ja, was gibt's noch, was man noch nicht kennt. Und ich war halt schon ein großer Fan von Christoph Schlingensief und er hatte irgendwo in irgendeiner Talkrunde mal gesagt, ja, sollen wir denn warten, bis Achternbusch 100 wird, bis wir wieder richtigen Film machen und aggressiv und laut sind. Und dann ich so, wer ist denn Achternbusch? Mal eingegeben und dann erstmal die ganze Geschichte über das Gespenst mit den Fördergeldern, die dann zurückgezahlt werden mussten und alles gelesen. Und ich war nur so, oh, Ja. Er war mutig. Also er hat wirklich abseits des kompletten Mainstreams gearbeitet und auch abseits der, sag ich mal, deutschen intellektuellen Filmbubble. Das ist nämlich das Seltsame, weil er gehört ja überhaupt nicht zu diesem Kollektiv Neuer Deutscher Film oder zum Oberhausener Manifest. Hat er nichts mit zu tun. Er ist ja einfach so eine Randerscheinung, der aufgetaucht ist, die Leute irgendwie 20 Jahre penetrant genervt hat und dann war er auch wieder egal. Ganz komischer. Ja, vor allen Dingen war er ja jetzt wirklich egal. Er war ja verschwunden. Du hörtest ja nichts mehr, es kamen keine Bücher mehr oder irgendwas, was er gemacht hätte. Er hat seine Kreativität wahrscheinlich damals ausgelebt und dann gesagt, nee, jetzt mache ich nichts mehr. Also gerade bei Das Gespenst, da ist ja eine sehr starke Polizeikritik drin, die sich ja so in der zweiten Hälfte vor allen Dingen zeigt. Und die ist ja auch nicht subtil. Also seine ganze Kritik so an der Kirche und am Staatswesen und so, das ist ja alles nicht subtil. Nee, Aber es das ist. kann man nun wahrlich nicht sagen. Aber es wirkt halt wie ein überfinanzierter Studentenfilm. Aber der ist ja Das finde nicht, ich irgendwie sehr sympathisch. was heißt überfinanziert? Der war schon schweinebillig, ne? Ich meine, die haben ja auch mehr oder weniger alles aus eigener Tasche bezahlen müssen immer. Gerade solche Leute wie Schlingensief oder Achternbusch haben ja nicht unbedingt die Filmfördergelder kassiert, großartig.
da war ja nichts zu bekommen. Da haben wir ja noch einen, Uwe Boll, der auch nichts bekommt, weil er andere Filme macht. Deswegen bin ich heute auch reingegangen, weil ich gehört habe, dass er über diesen neuen Uwe Boll-Film spricht, wo ich nur dachte, oh Gott, Uwe Boll wird besprochen. Ich habe zwei, drei Sachen von Uwe Boll gesehen und war so, oh Gott, das ist ja so frei von Qualität. Ich weiß nicht, ich will den ersten Film, den er gemacht hat, noch unbedingt sehen. Richtig, der Kontakt, der German Fright Movie, der war ähnlich wie ein Achterbusch-Film, weil der einfach nur Episoden aus Deutschland gezeigt hat. Natürlich mit parodistischem Hintergrund, ganz klar. Und der war eben auch komplett am Mainstream vorbeiproduziert und hat sich auch nicht gescheut, kritisch zu sein. Aber eben auch wie Achternbusch, eben mit dem Holzhammer und nicht eben mit dem feinen Schwert, ne, stilisiert. Also das war. Aber er hat immer zwischen seinen komischen Game-Verfilmungen, wo er auch selber sagt, dass das ist halt Geld verdienen, ne? Du musst ja irgendwo Geld verdienen. Und er hat immer zwischendurch Filme gemacht, wie zum Beispiel den Postal oder den Darfur-Film oder Tunnel Rats, den Vietnam-Film. Er hat immer Filme gemacht, die seiner politischen Ansicht entsprachen, die unglaublich kritisch waren, die mutig waren, aber die so klein waren, dass er keiner gesehen hat. Weil die Leute Er hat natürlich bei eben Uwe Boll nur an die Spieleverfilmung denken. genau das, und er hat ja diesen Film über Uwe Barschel gedreht. Und wo ich immer noch denke, so, dazu würde ich halt liebend gerne eine Rezension verfassen, weil ich einfach denke, einen zeitgenössischen Moment direkt filmisch zu verarbeiten, das passiert in Deutschland so selten. Ich denke dann an vielleicht Deutschland im Herbst noch und so eine Sachen, wo man dann halt kurz nachdem ein historischer Moment passiert ist, das tatsächlich mal bearbeitet und halt nicht dieses, ach ja, wir müssen mal wieder 20, 30 Jahre in der Vergangenheit zurückgucken, sondern wirklich aktiv am Puls der Zeit arbeitet. Das finde ich immer sehr interessant. Und deswegen will ich den Film auch unbedingt jetzt mal sehen. Mal gucken, ob er heute noch funktioniert oder wie sich so frühe Boll-Sachen von, sagen wir mal, den schlechteren später unterscheiden. Ob man da noch so einen richtigen filmischen Geist noch sieht, die ja seinen, naja, mittelmäßigen Sachen später, sagen wir mal, abhanden gekommen sind. Du sagst jetzt so später. Es stimmt nicht ganz. Er hat immer zwischendurch seine Filme gedreht. Der ist wie Abel Ferrara. Abel Ferrara macht einen absoluten Kommerzscheiß, wo du sagst, was ist das denn? Und dann kommt wieder ein Bad Lieutenant. Und so arbeitet Boll auch. Nur Boll hat keinen Erfolg damit, weil Boll hat eben dieses tolle Label, schlechtester Regisseur aller Zeiten. Und das sitzt einmal dran und das kriegst du auch nicht mehr weg. Genauso wie Spielberg nicht mehr das beste Regisseur aller Zeiten wegkriegt, was überhaupt nicht mehr stimmt. Schon seit Jahren nicht mehr. Ich war gestern in West Side Story. Ich traue mich nicht. Ich bin Fan von dem großen, von dem Film. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Das ist so eine Oh. große Lücke, die ich habe. Und ich war so, ein Kumpel fragte, ach komm, lass uns in die 14 Uhr Vorstellung gehen. Das ist Plattes gut. Land, da geht eh niemand ins Kino. Wir waren komplett alleine. Wir haben nach zwei Drittel des Films einfach angefangen, aus Langeweile die Treppe rauf und runter zu gehen im Kino. Es war der schlimmste Film, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Nichts funktionierte. Die Darsteller waren schrecklich, also wirklich grausam gecastet. Nichts passte. Die hatten keine Chemie Aber die und konnten singen. ging. Also der Ansel, wie heißt der? Ansel Elgort? Elgort? Grausam. Also so eine schlechte Performance. Das war Cats-Niveau vom Gesang, also von allem. Das ist aber ein harter Brocken, den du da reinschmeißt. Also der Originalfilm funktioniert ja auch eigentlich nur deshalb, weil er ein Kind seiner Zeit ist, ne? Weil die Latinos damals eben auch eine unterdrückte Minderheit waren. Und der funktionierte auch dadurch, dass er so Sachen wie das Wort Fuck sehr oft benutzt hat in seinen Songs, in der Sprache. Es war also ein aggressiver Film eigentlich damals. Und ich glaube, wenn das Spielberg macht, also ich glaube nicht, dass in dem Spielberg überhaupt das Wort Fuck vorkommt. Es ist, glaube ich, an einer Stelle, Also aber da wurde es PG-13. dann, da wurde es dann abgeändert. Der ganze Film ist, er ist wahnsinnig überproduziert. Also man merkt einfach,
Dies alles sieht aus, als hätte es so einen kleinen CGI-Filter drüber gezogen. Die ganze Welt wirkt sehr falsch. Also das, was er ja bei zum Beispiel Schindlers Liste geschafft hat, dass es sich alles sehr echt und naturalistisch anfühlt, trotz der Verfremdung durch Schwarz-Weiß, ist hier überhaupt nicht der Fall. Jede Wand fühlt sich ganz gummihaft an. Es ist wahnsinnig komisch anzuschauen. Es gibt drei, vier beeindruckende Shots, wie in jedem Steven Spielberg-Film, dass man wirklich sagt, boah, was ein Bild. Aber der Film ist gesamt gesehen sehr hässlich. Also es gibt sehr viele Szenen, die überhaupt nicht aussehen. Da bin ich ja echt überrascht, weil also vom Trailer her hatte ich gedacht, er versucht eben den visuellen Stil des Originalfilms eins zu eins nachzuahmen. Und als ich den Trailer gesehen habe, habe ich eben gesagt, okay, das ist ein Fanfilm, ne? Also da ist ein großer Fan von dem Original West Side Story, der mit einem unendlichen Budget, was Spielberg ja zur Verfügung hat, also ich meine, ich glaube, da kommt, dass eben jemand reinredet, wenn er sagt, ich brauche noch 1 Million, um, sage ich mal, da irgendwo noch einen Tanzsaal zu bauen, dann kriegt er das. Aber es ist, sah eben aus wie ein Fanfilm und deshalb bin ich da nicht rein, ne? Weil ich Angst hatte, weil für mich ist West Side Story der Musical-Klassiker, an dem sich alle anderen zu messen haben. So. Und das kann ich mir mit Spielberg auch nicht so richtig vorstellen. Ich weiß, dass er den Film liebt. Schön. Aber ich liebe ja auch so einige Filme und mache sie deshalb nicht nochmal neu. Ich würde wirklich sagen, das größte Problem ist, Spielberg ist von der Kamera, also wirklich, der Film fühlt sich von der Kamera an, als hätte er ein Buch aufgeschlagen, wie benutze ich die Kamera mit berühmten Beispielen und hat jedes Beispiel nachgearbeitet. Von vorne bis hin. Es ist schrecklich langweilig. Die Kamera ist null kreativ und man sitzt dann wirklich, ah, Close-up, dann Shot gegen Shot, Beine im Split Gespräch. Diopter, Es alles ist ge überall geklaut, ne? grausam, man langweilte sich, war einfach nichts interessant. Die Beleuchtung war so nichts gewagt. Also hier jetzt nicht so ein Mario-Bava-Anfall gekriegt und über eine Lampe hingestellt. Es ist langweilig. Es war nichts interessant am Film. Ja, es Das. ist wahrscheinlich, da ist der Fan durchgegangen, anstatt der Regisseur. Also, Ja. genau das, was ich befürchtet habe. Also ich brauche nicht gucken und warte jetzt einfach, bis der bei Netflix oder irgendwo mal auftaucht. Ist der von Disney produziert? Wer hat den überhaupt produziert? 20th Century Fox, also Disney dann, ja. Wird dann also bei uns bei Disney Plus dann irgendwann kommen, dann ist das okay, dann reicht das. Dann brauche ich mir das nicht unbedingt anzutun. Nee, ich habe da auch ein bisschen Angst vor gehabt. Also das sind so Sachen. Aber wie gesagt, Eternals, ne, da war ich jetzt wiederum überrascht. Weil der plötzlich dann so ein paar Stellen hat, wo der Tiefe kriegt. Was ich bei einem Marvel-Film Ja. jetzt nicht erwarte. Also Marvel ist halt so das Ding, ich habe Iron Man 1 und 2 gesehen und dann habe ich Endgame geguckt, einfach nur um zu gucken, was es ist und war sowohl von den Iron Man Sachen als auch Endgame, also Iron Man habe ich zu der Zeit geguckt, als es rauskam und ich bin ein gigantischer Comic-Fan, also ich lese und lese alle möglichen Sachen, aber die Filme erreichen mich gar nicht, kein bisschen. Echt Ich habe nicht? es einfach abgebrochen. Ich finde die so seelenlos und langweilig, ich kann es mir nicht anschauen, Also auch obwohl nicht ich so sonst Sachen wie jeden jetzt Menschen. den Thor Ragnarok oder die James Gunn-Filme hier, die Guardians of the Galaxy. Mein Problem ist, ich mag James Gunn von seiner ganzen Art, wie er Szenen macht und wie er alles aufbaut und wie er Figuren charakterisiert, gar nicht. Ich habe den Suicide Squad mit einem Bekannten geguckt, der sagt, ah, da wirst du richtig lachen. Und ich sitze da und ich hab keine Miene verzogen. Ich finde James Gunn, wie er Figuren aufbaut, das ist für mich das Allerschlimmste. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ja kompetent gemacht, auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, es erreicht mich nicht. Magst Ja, du und Troma? Taika Waititi. Nochmal bitte. Magst du Troma? Habe ich tatsächlich kaum bis wenig Berührungspunkte mit. Bin ich so ein bisschen immer so, ich weiß, dass das bestimmt gut ist, aber ich habe noch 5 Louis-Malle-Filme im Regal stehen, die werden bestimmt besser sein. Na gut, da habe ich natürlich den Vorteil der frühen Geburt. Ne? Ich habe also meine Klassiker habe ich alle schon so bis Ende der 80er durchgeguckt. Ich kann mich jetzt auf das Moderne konzentrieren. Nein, aber Troma ist eben auch ein ganz gewisser Humor und ein ganz gewisser Style. Und den bringt Gunn eben tatsächlich in die Marvel-Filme rein. Und das fand ich sehr mutig, dass sie so einen da rangelassen haben. Und der Suicide Squad auch. Also ich war begeistert. Ich war begeistert davon, dass der erstmal konsequent schweinebrutal ist, was man ja nicht erwartet bei so einem Filmchen. Und dass der überhaupt keine Rücksicht auf seine Charaktere nimmt. Die sind ihm eigentlich auch egal.
Das stimmt schon, da hast du recht. Die Charakterisierungen sind natürlich so, ja, so ein Strich und das reicht, ne? So Strichmenschen halt. Aber ich mag das, ich finde das lustig und weiß, dass es nichts Weltbewegendes sein will. Und dementsprechend kann ich so reagieren. Und Waititi, der kann alles, ne? Also, was ich bei Waititi fantastisch fand, war Fünf-Zimmer-Küche Saak hieß er, Hm, glaube ich, auf richtig. Deutsch. Den habe ich damals, ich wusste nichts von dem, habe den einfach geguckt und saß und dachte, was ist das denn? Eine Mockumentary über Vampire, was soll das? Das war so gut umgesetzt, dass ich wirklich sehr begeistert war. Ich habe nicht erwartet, dass das so ein starker Film wird. Und danach ist er halt in dieser ganzen anderen Filme abgedriftet. Jojo Rabbit hat mich nicht interessiert. So, ich habe die Wolfgang M. Schmidt-Kritik gesehen, war so, schwierig, schwierig, ob Ich ich den finde gucke. ihn interessant, aber nicht gut. Sagen wir es mal so. Also ich war ein bisschen enttäuscht davon. Ich hatte mir mehr von versprochen. Und der Ja. Thor Ragnarok ist zum Beispiel eine wirklich wunderbare Komödie. So. Und das erwartest du auch nicht unbedingt bei Marvel, dass du einfach eine Komödie präsentiert kriegst. Das war auch das, was ich gehört habe. Deswegen war ich so, okay, das könnte mich nur interessieren, dass Chloe Zhao jetzt tatsächlich einen Marvel-Film gemacht hat. Als ich das gelesen habe, war ich so, Ja. die Frau hat Nomadland gemacht, einen der interessantesten und gewagtesten Spielfilme aus Amerika der letzten Zeit. Und die macht jetzt einen Marvel-Film. Das hat mich irgendwie innerlich gebrochen, weil ich dachte, oh Gott, die kriegen jetzt wirklich jeden. Und andererseits war es so interessant. Also die müssen jetzt ja auch jeden nehmen, weil sie auch schon jeden Schauspieler praktisch gesehen benutzen. Und vor allen Dingen hat mich Die das haben. da auch gewundert. Sie hat freie Hand. Du merkst das. Du merkst dem Film das an. Dass der plötzlich Momente hat, wo du sagst, ey, das ist doch kein Marvel-Film mehr. Auch so, du merkst, dass sie auch kein Interesse hat an dieser überbordernden Action. Die ist natürlich drin, klar, die muss drin sein, weil es ist ja ein Marvel-Film. Aber du merkst, dass sie da nicht mit vollem Herzen dabei ist. Aber wenn es dann um die Charaktermomente geht, da war ich sowas von überrascht. Also wie tief die gehen. Und eben 10 Charaktere da durchzuschleusen in 2,5 Stunden, das musst du auch erstmal bringen, ne? Das finde ich so überraschend. Wir hatten dieses Jahr noch einen Film, Minari, wo wir Wurzeln schlagen. Weiß ich aber auch Den nicht, habe was ich das ist. in der Sneak Preview gesehen und war auch so, ja, wir besprechen jetzt wieder Asiaten in Amerika, Immigration. Ich war so, ach, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen langweilig. Der Film hat mich so tief berührt. Also den kann ich nur total empfehlen. Ich habe nichts erwartet im Kino und ich saß, als das Ding rum war. Ich war fast am Weinen. Das habe ich im Leben nicht erwartet. Vor allen Dingen Fantastisch das umgesetzt. Thema ist ja auch eigentlich durch gewesen schon seit 2 Jahren. Ne? Ist ja nun wirklich filmisch auch mehrfach umgesetzt. Ne? War so gut umgesetzt und das war ich sehr überrascht. Ich möchte übrigens bei Evil Ed anprangern, ihr sollt euch mehr mit Marco Ferreri beschäftigen. Das finde ich schön, wenn ihr über den mal so ein Special macht, weil der diese wunderbare Vermischung aus Trash und hartem Arthouse macht. Das ist aber ein Brocken zu recherchieren, Das schon, also das große ne? Fressen, ich habe Dillinger ist tot gesehen vor ein paar Tagen. Fantastisch, ich saß da einfach nur und dachte, was soll das? Großartig. Also, Dillinger ist tot, ganz schwer beeindruckt. Beim großen Fressen, da erinnere ich mich damals, als er durch die Presse ging, als er aktuell war, ne? Und dann war das auch so einer von den Filmen, die ich dann als Jugendlicher auf die Liste, den musst du unbedingt mal sehen, ne? Raufgesetzt habe. Und ich durfte den dann tatsächlich auch mal im Kino bewundern. Da lief der in irgendeiner Retro. Und da war ich so, sag mal, 20 oder was. Mein Gott, da ging es mir aber auch echt dreckig, denn angenehm zu gucken ist der auch nicht. Also. Auf der großen Leinwand hat er auch schon so ein paar Momente, wo du sagst, also die Durchfallszene war schon übel. Naja, aber das Exakt das. ist ein interessantes Thema. Weil er auch ja praktisch nur noch dahin zurückgekehrt ist. Er hat ja nur noch diese Farce, eine Farce gedreht, nur noch bis zum Ende seiner Karriere. Und alle Leute sagten, ja, der Mann ist bemüht und langweilig. Und ja, das glaube ich. Ich glaube, der war so in seiner Idee festgefahren, dass der halt einfach nicht mehr vor und zurück konnte. Das
Dillinger ist tot, ist ja früher erschienen, das war 1969, 69. Das war kreativ und spritzig und die Idee war gut und er hat ja ein wahnsinnig explizites Ende. Also für 69 hat mich der Film sehr erschrocken. Das war halt einfach gewagt und klug, während halt Das große Fressen ist handwerklich der bessere Film, aber man merkt, dass er seinen Witz schon ein paar Mal erzählt hat. Und jetzt macht er sein Magnum Opus und danach soll das ja so weitergehen. Deswegen habe ich wahnsinnige Angst, mich mit dem Typen weitergehen zu beschäftigen. Ich weiß nämlich nicht, wo es hinführt. Aber das ist ein interessantes Thema. Da habe ich jetzt, also doch, ich glaube, ich muss meinen nächsten Urlaub mal ein bisschen anders planen, meinen filmischen Urlaub. Ich sag mal eben, ich rufe mal eben so in den Chat rein. Sören, wolltest du nicht dazukommen? Dann könnten wir mal uns über Hanau unterhalten. Und ich glaube, wir haben hier jemanden, der also dann auch die künstlerischen Aspekte von Hanau versteht. Sören. Ach so, ja, ich habe ja immer die 30 Sekunden Verzögerung, die vergisst man immer beim Stream. Läuft der Stream eigentlich noch? Ja, ne? Läuft alles sauber. Hat sich noch keiner beschwert. Also im Moment sind wir noch zu hören und zu sehen. Ja, Evil Ed überhaupt, generell. Ne? Ich meine, ich würde ja auch gerne mal wieder mehr schreiben, aber ich habe keinen Bock im Moment. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe im Moment so eine schreibfaule Phase das letzte Jahr. Liegt wahrscheinlich auch an Covid oder so. Also, ich fand immer diese Mischung, gerade bei Evil Ed, ihr hattet mal, ich weiß nicht, was einen Beitrag über blutige Seide gebracht? Oder Fragst du mich jetzt so viel? Wir haben 1500 Reviews auf der Seite. aber auf blutige Seite fand ich als Film damals, das war auch eine Überraschung, die ich über euch hatte, weil ihr mich so wirklich in diesem Bereich Giallos reingebracht habt, ich keine Ahnung hatte, was das darstellen sollte. Und dann dachte ich so, guckst du mal, Mario Bava, da war ich auf einer Filmbörse und habe blutige Seite gesehen, ich war hin und weg. Der Film ist ja wunderschön. Und habe ich eine Ausarbeitung geschrieben, blutige Seide im Vergleich zu Dario Argentos Suspiria. Farbgebung, wie Farbgebung einen Film bestimmt und an den beiden großen Filmen beschrieben. Das hat sehr gut geklappt, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir Also mal. Jetzt müsste ich mal eben kurz schauen, wenn der Sören jetzt gleich seine Kamera auch einschaltet, dann lasse ich den mal rüberspringen. Sören, mach mal. kann man da anmachen, du verlangst auch immer Dinge von mir. Guten Kann Morgen. man da anschalten. Das hört sich So, da gut bin an. ich. Ah ja, so, da haben wir den Sören nämlich auch. Jetzt sind wir nämlich auch zu dritt. Ich hole mir mal gerade einen Tee. Ihr könnt schon mal weiterlabern. Euch mal vorstellen. Moin. Moin. Ich bin einfach gerade ganz spontan dazugekommen. Ich hatte eigentlich eine Langeweile und lag mit Kater auf dem Sofa. Dachte ich mir, ach, guck ich doch mal rein. Wie lange ging das denn gestern? Das geht doch höchstens bis um 11. Oder ist das nur bei uns so? Ne, bei uns geht länger tatsächlich Echt? mit Regeln. Ja, Wir in der haben jetzt Zivilisation Ausnahmezustände. darf man auch nach 11 Uhr noch trinken gehen, mein Lieber. Ja, ich gestern irgendwie gekocht, Frikadellen gemacht und dachte, oh, du kannst doch schnell ein Bier trinken gehen. War dann um 10 da in der Kneipe und beim zweiten Bier, jetzt haust du bitte ab. So. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, du musst dein Leben einfach anders planen. Du musst einfach so einen Lebensrhythmus haben wie ich. Ja. Dass du einfach nachts arbeiten gehst, dann kannst du tagsüber jeden Tag einen ganzen Tag in der Kneipe verbringen. Was für Evil Ed schlecht wäre, muss ich sagen. Weil du motivierst mich ja doch ein bisschen, dass ich wieder mehr mache. Hanau. Ganz kurz, also es geht um das Attentat in Hanau. Genau ein Jahr später hat Uwe Boll erstmals gesagt, er hätte Interesse, das zu verfilmen. Er hat in seinem Podcast mit dem Kai Blasberg zusammen ja auch über das Jahr hinweg immer über die Dreharbeiten berichtet und über die Schwierigkeiten, die er damit hat. Und es gab ja auch einiges an Skandalen, weil der Bürgermeister von Hanau hat sich eingeschaltet und er wollte das nicht. Und Boll hat also auch die Eltern der Opfer kontaktiert, die wollten aber auch nicht mit ihm zusammenarbeiten, haben aber auch nicht widersprochen, dass er den Film macht. Und dementsprechend hat er den Film gemacht. Dann hat er versucht, Filmförderung zu kriegen. Was ein herrlicher Versuch mit diesem Thema, Filmförderung zu bekommen. Und dann hat er versucht, den Film als Fernsehen zu verkaufen. Der war noch besser, der Gag. Also Uwe ist immer für einen guten Gag zu haben. Hat natürlich nicht geklappt. Tiberius hat ihn jetzt gekauft und Tiberius hat uns auch netterweise einen Streaming-Link zur Verfügung gestellt.
Und im Gegensatz zu dem, was man vorab immer gelesen hat, nämlich dass es ein Film über das Attentat in Hanau sei, ist es ja kein Film über dieses Attentat, sondern ein Film über den Attentäter von Hanau. Kann man das so sagen? Kann man so bestätigen. Ne? Das also, er spielt ja auch fast nur, ja, man sieht ja eigentlich auch fast nur ihn alleine. Zumindest die erste Dreiviertelstunde sieht man ja ihn in seinem Zimmer sitzen, in seinem Auto sitzen und Verschwörungstheorien von QAnon teilen und auch zusammenbauen in seinem Sinne. Und er unterhält sich ja auch mit seinem unsichtbaren Auftraggeber, der in seinem Kopf existiert, der Herr Schmidt. Und ja, das fand ich jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es so ist, wie der Sören schon mir sagte vorab, es ist mehr wie ein Hörspiel, weil du hast einfach nur diesen Schauspieler und der erzählt die ganze Zeit. Aber ich fand es spannend gemacht, diese erste Dreiviertelstunde. Also finde auch, dass diese Herangehensweise, eben nur diesen Täter zu haben, ist eigentlich eine ziemlich gute Idee und die trägt auch wirklich durch. Schwierigkeit, die er dann wirklich hat, ist, dass er das nicht mit Bildern irgendwie versucht, schafft, das zu verbinden. Also zu Anfang ist eine Szene, wie er sich rasiert und dabei seine Geschichten macht. Ja, ne? Ist Mag Geldproblem sein. Covid-Film ohne Förderung. Also Ja. Ne? Aber das ist eben, was diesen Film dann wirklich von Anfang an schon ausbremst, ist eben, dass er mit seinen Bildern überhaupt nicht hinterherkommt. Er funktioniert eben so weit echt hervorragend, dass er eben diesen Kopf einfach mal schön plausibel macht. Und was als Hörspiel wird das auch, glaube ich, echt beeindruckend. Später, wenn man ihn dann mit seinem teuren BMW fahren sieht und denkt so, der war doch eigentlich arbeitslos, wo hat er den her? Ist das vom Papa so? Und diese ganzen Fragen, die sich immer weiter aufschaukeln, ich würde sagen, der ist vom Uwe, der ja. Wahrscheinlich. BMW. Ne? Ja, und da wird der Film immer, er stellt dann immer mehr Fragen, als er eigentlich Antworten anbietet. Und zum Schluss wird eben dann das Ganze dann, ja, dann schlägt dann fast die Krone ins Gesicht, dass irgendwie, dass er dann Uwe Boll da selber dann durch Hanau fährt und da irgendwie Terrorismus-Tourismus macht. Und dabei auch noch nicht mal was Kluges zu sagen hat und auch noch haarsträubende Bilder produziert, also die wirklich hässlich Das sind. ist, glaube ich, das größte Problem des Films, weil du hast diese Dreiviertelstunde, wo du in dem Kopf von dem Attentäter rum wühlen darfst. Und es ist ja auch interessant, inwiefern diese ganzen QAnon-Verschwörungsmythen sich zusammenfügen bei ihm, ne? Und er die kombiniert, dass die alle nur auf ihn passen. Wunderbar passen, weil er hat ja dafür gesorgt, dass Trump in die Regierung gekommen ist und Trump arbeitet ja nur nach seinen Vorschlägen und ähnliches. Das ist ja, man glaubt es kaum, aber es scheint wirklich solche Leute zu geben. Na gut, das ist eine eindeutige Psychose, die er da fährt. Und Richtig. das ist einfach immer eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Der ist ja damit auch aufgefallen. Das hat nur eben nie dafür gelangt, dass man ihn da wirklich dann mal in Behandlung führt. Und dann ist das eben, der ist so, sein Vater ist er ja auch so blöd indoktriniert, dass da wirklich dann irgendwann das dann so geknallt hat. Also ich meine, Titanic ist auch nicht wegen einem Fehler irgendwie gegen Eisberg gefahren. Das ist immer so eine Kette von Geschichten. Und das ist bei diesem Fall eben einer ziemlichen Tragik versehen und dass er natürlich dann auch noch so ein, ja, wie soll man sagen, ist er jetzt eine Symbolfigur für einige Leute, kann ich mir durchaus vorstellen. Und es ist wirklich, aber von der, so wie ich das jetzt dargestellt bekommen habe, dann denke ich wirklich, der ist ein Psychotiker gewesen. Und ne, die einen rennen eben, sind eben zufrieden damit, dass sich jemand aus der Steckdose bedroht, sie stecken sich in die Ecke und er fängt da an, da irgendwelche Geschichten draus zu planen. So, also ist schon echt übel. Danke, Herr Bruder. Bruder, was war das? Bruder Bund? Für den Follow. Ja, und dann kommt nach der Dreiviertelstunde kommt das Massaker, was man ja Uwe Boll schon vorab vorgeworfen hat, das ist alles so, so plakativ inszeniert. Es ist halt wie ein Uwe Boll-Film inszeniert und mit Effekten von Ittenbach versehen. Also die Effekte sind ja auch toll. Die wenigen, die man sieht, die sind schön eklig, ne? Also die Szene mit dem Gehirn, die fand ich schon. Da musste ich schon tief schlucken. Und dann ist der Film zu Ende. Und ja, dann kommt Uwe Boll und geht die Tatorte ab. Und das muss ich auch sagen. Also, wenn er jetzt hier wäre, ich würde ihn fragen, was soll das?
Wer hat gedacht, das ist eine gute Idee, nochmal 20 Minuten an den Tatorten lang zu gehen mit halbwegs versteckter Kamera, weil du merkst, dass es ihm selber peinlich ist, da irgendwie vor diesen Orten rumzustehen, an denen diese Tragödie entstanden ist. Da kommen wir wieder zu dem Thema, Boll hat Talent, hat Ideen, hat auch durchaus was zu sagen, aber scheitert immer an Uwe Boll. Mal kurz von außen eingeworfen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Es klingt unfassbar bizarr, weil es wirkt wie so ein einstündiger, anderthalbstündiger Spielfilm anfangs, der so ganz klassisch einen Psychotiker darstellt, der dann irgendwann zu einem Gewaltakt greift, okay, und auf einmal dieser Bruch des Films, wo Uwe Boll an Tatorten rumläuft. Das klingt einfach, Das ist. als wäre, hätte man die Extras nicht auf DVD gepackt, Ja, sozusagen. das war mein erster Das ist Moment. der Punkt, ja. Ich hab gedacht, wo war denn jetzt der Nachspann? Warum bin ich jetzt plötzlich in den Extras? Ist das so, weil das der Stream ist, den ich jetzt nur gesehen habe? Kann ich übrigens noch nicht sagen, weil ich weiß ja noch nicht, wie die DVD aussieht. Vielleicht ist das ja wirklich dann irgendwann nur ein Extra. Dass sie das jetzt von Tiberius da draufgepackt haben, um zu zeigen, so hat der Herr Boll das geplant oder irgendwas. Es macht überhaupt keinen Sinn. Es schmeißt dich komplett aus dieser Gefühlssituation, weil du wirklich am Ende von dem Film, am Ende von der Filmhandlung sitzt du wirklich da und sagst, puh, und möchtest eigentlich auch ein bisschen darüber nachdenken, aber dann kriegst du erstmal Uwe Boll präsentiert. Also, nichts gegen Uwe, ist ein netter Kerl, aber das ist bizarr, das ist wirklich bizarr. Und wie gesagt, Ja, ich war auch beim Gucken so, dachte so, das ist ja ein großer Timecode denn so. Oh, das ist bei 60 Minuten, jetzt macht das Attentat, was kommt denn danach? Noch der Prozess mit dem Vater und so, das könnte ja auch spannend sein. Auf einmal, nee, daddel-du, fertig so, ja, und jetzt? Und dann kommt dieser Quatsch. Also, es könnte auch wirklich sein, dass es echt ein Extra ist, dass wir es angeklatscht bekommen haben. das ist Wollen natürlich wir mal peinlich. hoffen, dass das so ist. Ja, So. genau. Wir hoffen es mal und Und dann ist es eins von diesen Extras, die man sich höflich im dritten Menü unten versteckt ist, dass man das nicht sieht und nicht aus Versehen sich anguckt. So. ja, so Besuche der Drehorte gibt es ja überall. Also ich habe auch eine Ja. Exorziskopie hier, wo dann Besuche der Drehorte sind. Wo du dann die Treppe zum 40.000. Mal in irgendeinem handgeschossenen Video sehen darfst. Ja. Super! Ist eigentlich nur lustig, wenn die Leute selber runterfallen. So. Nein, aber es ist ein seltsamer Film und was ich toll finde, also auch er macht eben nicht diese plakative Kritik, sondern er packt das wunderbar in die Dialoge und in die Handlung rein. Die Kritik an der Polizei, die da ja nun wirklich nicht eingeschritten ist und nicht erreichbar war und ähnliches, das wird nicht so dargestellt, wie ich es erwartet hatte. Ich hatte eigentlich erwartet, das ist sein Hauptthema. Dass die Polizei so versagt hat. Und so hat das auch im Podcast immer rübergebracht. Das wäre das, was mich am meisten schockiert hätte. Dem ist nicht so. Das, was ihn am meisten interessiert hat, ist wahrscheinlich der Kopf des Attentäters. Und das finde ich toll, wie er es gemacht hat. Also die Punkte sind wirklich klasse in Kann dem man Film. natürlich dann auch sagen, okay, das ist, ne, ist nur der Kopf des Attentäters. Ne? Man kann natürlich, wenn man einen Film gut machen will, dann kann man natürlich auch sagen, wie kommt das Ganze in diesem Kopf zusammen? Ne? Also wie sind seine, was ist das für ein Umfeld? Was sind das für Menschen überhaupt? Also der hat ja jetzt wirklich da so ein paar, was soll ich sagen, irgendwelche Leute hingestellt, die werden erschossen. Also das ist ja, wenn man das auch so sieht, nimmt man sie da nicht wirklich ernst. Ne? Also dann sagt man auch so, ich kümmere mich eigentlich lieber um den, um das Arschloch als statt um die Opfer. Diese Sichtweise kann man natürlich dann auch entwickeln, wenn man diesen Film sieht. Das ist der gefährliche Punkt an dem Film, ja. Dass der bei den falschen Leuten falsche Sympathien hervorruft. Andererseits so bekloppt, wie der sich benimmt am Anfang und was der so da von sich gibt. Wer das ernst nimmt, der fällt eben auch auf die Sachen rein, die er im Internet sieht. Also dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Was Ich weiß nicht, interessant. hast du das mit dem Vater verfolgt, was der alles von sich gegeben hat nach dem Attentat? Ich habe Der. dummerweise jetzt nicht recherchieren können, weil ich habe den Film erst gestern geguckt, dann tatsächlich. Also der wollte so Sachen, also wollte ablehnen, dass diese Menschen als Opfer gezeigt werden. Er wollte, dass diese Gedenkstätten abgebaut werden und er wollte, dass sein Sohn eigentlich das Opfer ist und der war vor Gericht wirklich, ist er nachher dann wegen, ich weiß nicht, Beleidigung oder irgendwas, wegen dann zu ein paar Tagessätzen verurteilt worden, weil der Typ einfach komplett dieselbe Schiene gefahren ist, wie wir jetzt in diesem Film dargestellt bekommen. Und Also Kinder er kommen hat nie auf andere Leute, ne? Hm? Kinder kommen nie auf andere Leute.
Also im Normalfall. Also bei mir ist das was anderes. Meine Kinder kommen nie auf mich. Aber man kann sagen, man sollte sich den Film schon angucken, ne? Ob man, also, ist ein Film, den kann man sich angucken, weil eine Stunde ist wirklich, kann man ohne Wert sagen, unterhaltsam. Man muss noch nicht mal hingucken. Wenn man nur hinhört, ist er eventuell sogar noch ein bisschen wirkungsvoller. So gesehen kann man das wirklich sich mal die Zeit nehmen. Wenn man ihn jetzt nicht sieht, also zu diesem Thema, ist das so ein kleiner Aspekt, der dem Menschen, der, wie du es sagst, unvoreingenommen sich das Thema anguckt, bringt ihn das nicht weiter. Das ist einfach nur eine kleine Spielerei, eine intellektuelle Spielerei, würde ich mal sagen. So, oder so. Und weil Uwe Boll ist eben, der ist eben, was eben sein größtes Talent ist, dass er einfach macht und dass er was zu Fände kriegt. So, das ist sein allergrößtes Talent. Und das ist manchmal ein bisschen schade, weil das ist dann, ja. Ja, Ich weiß nicht, wie viele Filme ich von ihm zu Ende geguckt habe, das sind nicht viele. Auschwitz, Auschwitz, genau. Das ist der einzige, so, der dann mir jetzt so einfällt. den Aber Darfur. habe ich, weiß ich jetzt nicht. Also. Also er hat ja gute Filme gemacht. Also Auschwitz ist ja ein guter Film, kannst du ja nicht sagen. Ja, Und der funktioniert. Also. der hat auch eine wirklich besondere Herangehensweise an das Thema, die du vorher nie gesehen hast. Also Ja. und da ist mir übrigens jetzt der Hauptdarsteller jetzt hier aus dem Hanau. Ich hatte ja gestern gesagt, er ist bestimmt so ein Theaterschauspieler oder sowas. Nein, das ist ein Uwe Boll-Schauspieler, Ja. der von Und vorne bis hinten nur in Uwe Boll-Filmen mitgespielt hat. er spielt demnächst in einem Roland Emmerich-Film mit. Oh, ja gut, okay, aber ich meine, in einem Roland Emmerich-Film, wenn du da stehst und vom Mond erschlagen wirst, dann ist er nun nicht gerade eine Ja, Hauptrolle nee, die wahrscheinlich. Zauberflöte, also als Produzent verfilmt er österreichische Produktion. Zauberflöte. Als Abenteuerfilm. Gut, gut. Ist eine witzige Idee, muss ich sagen. Dass da noch keiner vorher drauf gekommen ist, wundert mich so ein bisschen. Aber eigentlich ist es natürlich eine sehr, sehr eingängige Geschichte. Da kann man auch ein Festival, also einen schönen Film draus machen. Wie weit Herr Emmerich das kann, werden wir mal sehen. Da bin ich ganz offen, sagen wir mal so. Also Emmerich, naja, ich meine, ne, ist one of us, ne? Ich meine, er hat auch in der Garage angefangen, Filme zu machen. Also das ist natürlich ein großer Vorteil, den er hat. Und er kann mit wenig Geld viel erreichen. Es sieht immer nach viel aus, was er macht. So. Eben. Auch wenn man dieses Drama trägt, dass sein bester Film war leider sein erster. Ja. Also Noah Prinzip ist schon großartig, das stimmt, ja. So, wenn nachher viele Filme finde ich unerträglich und jetzt der letzte, den mir so halbwegs gefallen hat, war eigentlich dieser Godzilla. Den fand ich noch irgendwie interessant, aber da bin ich auch relativ eigen, was die Meinung angeht. Da bist du aber, glaube ich, ziemlich alleine auf der Welt mit deiner Meinung. Also. Oh. Ich müsste mich einmal verabschieden. Es war super. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich werde bestimmt noch mal reingucken Ja, irgendwann. gerne. Kannst du immer machen. Wir haben immer, irgendein Thema haben wir ja immer. Und ich meine, zur Not bringst du eins mit. Perfekt, dann würde ich sagen, bis in 2 Wochen am Sonntag. Alles klar. Alles klar. Ciao. Tschüss. Schalte ich mal wieder hier um auf einen Gast. So. Wupp. Siehst du, jetzt sind wir wieder Wie alleine. schön. Und alles schon, was wir zu erzählen hatten, ist schon erzählt. Ah nee, das würde ich nicht sagen, weil wir wollten ja heute auch nochmal irgendwann über Mandalorian reden, aber da hast du ja nichts zu sagen. Nee. Ne? Aber ich habe gesehen, der Gregor ist schon im Chat drin, also der wird dann eventuell gleich nochmal reinspringen. Nee, also wie gesagt, ich bin also wieder mal positiv überrascht von Uwe Boll. Bin aber auch wieder gleichzeitig negativ überrascht, weil er wieder so einen Uwe Boll-Touch da drin hat. Also diese letzten 20 Minuten und die ziehen sich ja hin wie ein Kaugummi, ne? Weil ich meine, der fährt ja da wirklich nur von einer Stelle zur anderen und sagt, ja, das ist hier die Stelle, wir können da jetzt nicht rein, weil da ist ja auch alles zu und da wollen wir ja auch nicht rein. Und wenn Leute kommen, dann gehe ich auch nicht hier über die Straße, ne? Das ist ja, wie er so, wie so ein Häschen steht und immer guckt, bevor er irgendwas macht. Also, nee, das hätte ich nicht reingenommen. Das Nee, hätte dann ich muss nicht. man ja Leute am Ende noch fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass sie da mitmachen. Und dann möchten sie Ja. nicht in einem Uwe Boll-Film mitmachen. Nein. Da müssen wir die Szene nochmal machen. Das ist schon ein bisschen peinlich, wie er da so rumschleicht. Also, nee, also. Aber schade, dass er nicht heute hier reingeschnallt ist. Aber ich lade ihn hier wirklich, ich lade ihn jetzt auch offiziell zu Evil Ed am Sonntag mal ein, zu irgendeiner Folge, dass wir mal über Uwe Boll reden können. Mit Uwe Boll mal reden können. Weil wir vielleicht etwas anders sind als die normalen Filmfreaks, die sich mit ihm unterhalten.
Weil mich würde schon interessieren, was so seine Jugend war, wie der so geworden ist und warum das Glück so über ihn übergehäuft worden ist, dass der machen konnte, was er wollte von Anfang an. Weil er hat ja noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt. Er hat ja alles drehen können, was er will, ne? Das weiß man auch nicht. Ne? Also er schreibt ja nicht irgendwie an die Tafel, so ich möchte das jetzt drehen und es klappt irgendwann, sondern man kriegt ja nur mit, was klappt. Doch, das sieht man Und ja gerade jetzt dadurch, dass er diesen Podcast hat jede Woche, dass du jede ja. Woche erfährst, was er gerade denkt und macht. Und klar, der hat natürlich radikale Ansichten. Der ist ja, der ist laut, der ist polemisch, der poltert gerne. Ja, also Aber er ist auch er macht eben, ne? Das ist eben, eben er macht seine ganz, ganz große Stärke, und er ist ein dass er guter eben. Mensch. Sagen wir es mal so, seine Einstellungen sind nicht schlecht. Auch wenn er manchmal auf die ja, eben mit dem Holzhammer reingeht, ne? Also ganz klar. Und wie gesagt, diese Attentatsszene als solche, Mann, oh Mann, oh Mann, doch, die ist mir ganz schön an die Nieren gegangen. Hätte ich nicht gedacht, obwohl ich die Leute ja nicht kannte, die da umgebracht werden. Wenn man ja keine Zeit hat, um sich mit denen. Ach ja, Rados Bokel, ne? Ja, Momo, die Momo, reden wir erkennt mal man über dann eben. Momo. Ja, reden wir über Momo, einen deiner Lieblingsfilme. Magst du Momo eigentlich, wirklich? Ich mag es ja nicht zugeben, ne? Aber ich habe den nie gesehen. Ich nicht. Nein. Auch nicht nach meiner Kritik. Also ich Auch meine. nicht nach deiner Kritik. Da wäre ein kurzes Zeitfenster gewesen, da lag er aber nicht vor meiner Nase und deswegen wurde das nichts. Also Da als habe ich ein, da habe ich Jugendlicher, ein. als der im Kino lief, dann war immer nur Rasas Bockel und diese Figur und ich sagte so, nee, nee. Ich hatte das damals in Lemmy und die Schmöker, das ist ja auch sehr, sehr cool eigentlich verfilmt. Das ist eine ganz tolle Version von Momo. Das muss ich Ja. auch sagen. Und da dachte ich so, jetzt musst du, und dann haben sie auch das Düstere des Films, den er anscheinend hat, ja gar nicht gezeigt in den Vorschauen. Das war immer alles so schöne Friede, Freude, Eierkuchen und dachte so, nee, das finde ich jetzt doof, habe ich keinen Bock drauf. Und dann hatte der Film da gerade keine Chance und jetzt hat er sie auch nie wieder bekommen. Nee, er ist ja auch mehr oder weniger untergegangen. Wenn da nicht dieses Jubiläum gewesen wäre von der Weltpremiere, wäre ich auch gar nicht mehr auf den Film gekommen. Aber ich hatte so alte Fotos sortiert und gesagt, oh Gott, die Weltpremiere, das war ja genau 30 Jahre her. Jetzt solltest du vielleicht mal was dazu machen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe Momo überhaupt nicht. Und dann musste ich erstmal Momo finden und der war bei Amazon nicht zu kriegen in dem Moment. Den konnte ich dann nur bei Medimobs gebraucht irgendwie kaufen. Aber ein Tipp für dich, wenn du ein Review bei uns auf der Seite liest und das gefällt dir und du möchtest den Film sehen, da hast du unten einen Amazon-Link. Wenn du da draufklickst, krieg ich noch 3 Cent ab oder so. Hast ganz komisches gehört. Nein, aber Momo, wo wir gerade bei dem Thema sind, also wir kennen ja Momo als 10-Jährige mit der tollen Perücke und super niedlich und oh, die ist so süß. Und jetzt ist Momo ja mittlerweile älter, hat auch schon so ein paar Tatortrollen hinter sich, hat aber nie eine große Filmkarriere gehabt und in jedem Bericht über Hanau wurde damit geworben, dass Momo mitspielt. Ja. Ja, hast du sie direkt erkannt? Nein. Ich schon, weil ich habe sie im Dschungelcamp gesehen. Nein, ich weiß jetzt nicht, ob es Dschungelcamp war oder irgendeine andere Trash-TV-Serie, sie war aber schon mal in so einem Trash-Format drin und deshalb kannte ich sie Als ich jetzt dann im als Nachspann Erwachsener. sah, was war das Buch und so, aber wer kann das gewesen? Ah, das ist nur eine Person da, die es sein könnte und dann. Es ist nur Ja, hurra, Treffer. eine Person neben dem Attentäter und seiner Mutter, die mehr als 2 Zeilen Dialog hat. Aber mehr als 2 Zeilen sind das auch nicht. Ne? Das sind genau 2, glaube ich. Ne? Die sagt einmal Tschüss und dann im Laden sagt sie nochmal, ich hätte gern das und das und das war's. Na, sie hat ihr Geld vergessen. Hat Ja, beim Portemonnaie genau. Sie vergessen. hatte ihr Also. Geld vergessen, genau. Ja, es war keine großartige Leistung jetzt. Ne? Ist jetzt nicht so, dass man sagt, Mensch, warum hat man die so lange nicht gesehen? Ja, aber das ist auch diese die Macher des Films, ne? Also das ist ja wirklich diesen Schockeffekt erzielt er gerade dadurch, ne? Dass er eben sagt, nein, zack, 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 zack und dann sind die alle tot und es geht dann nach Hause und fängt an, sich mit Mama zu streiten. Ist schon ja, ist eben seine Machart. Wie du sagst, das ist ja auch ein Schockeffekt, wie der da so wirklich völlig emotionslos ist. Finde ich aber jetzt nicht keine schöne Auflösung seines Gehirns. So, das ist dann so naheliegend. Das. Ja, Ja, ne, wobei man. Ne, es ist ein Uwe Boll-Film und der ist nicht intellektuell tiefgreifend, das wissen wir vorher auch und so gesehen darf man den auch nicht alles von dem zu erwarten. Aber wenn man sich diesem Thema nähert, kann man natürlich sehen, dass es da doch Aspekte gibt, die man vielleicht einbauen könnte, damit das Ganze so ein bisschen qualitativ hochwertiger wird.
Und so haben wir dann eigentlich nur so eine kleine Charakterstudie, die eben als Hörbuch wahrscheinlich wesentlich mehr eindrucksvoller wäre als das, was wir jetzt da gesehen haben. Das, wie gesagt, da hat dein erster Eindruck dich absolut nicht getroffen. Und ich habe dann auch währenddessen drüber nachgedacht und habe gedacht, wenn der das wirklich als Hörspiel produziert hätte, hätte er zum Beispiel auch Interviewfetzen noch reinbringen können, ein paar Nachrichtenclips oder ähnliches und hätte das wirklich interessant gestalten können und vor allen Dingen das vielleicht auch verkauft bekommen. Ja, und dann ist das ja auch, das Monster steht nicht echt im Kopf und da ist man nicht auf Bilder angewiesen, die man nicht produzieren kann. Und das würde diesen Film eben dann, also diesen Aspekt eben wirklich nach vorne bringen. Aber gut. Oder wenn er hingegangen wäre und hätte da wirklich so Ausschnitte aus der Tagesschau oder ähnliches in seine wirren Visionen reingeschnitten. Ja. Ja, Oder er hätte ihn komplett im Bluescreen produziert und hätte nur als einziger Monolog sozusagen in einem virtuellen Raum gearbeitet. Das würde auch noch gehen. Das ist eben, Film ist eben aufwendig und wenn man nicht die Möglichkeiten hat, und letztendlich fährt er dann nur im Auto durch die Gegend die ganze Zeit, Oder er sitzt in ist. seiner Bude rum. Ja. Ne? Also das sind die einzelnen Bewegbilder, die der im Endeffekt kriegt. Ja, und die einzig guten Szenen sind da, wie er seine Schießübung macht und wie er eben sich rasiert. Das sind in 10 Minuten von 60. Das ist dann eben, ne, Schade. es, ja. Schade. Über unser Projekt, was wir jetzt endgültig nächste Woche vielleicht mal angehen lassen sollten, weil wir haben jetzt genug recherchiert. Wir machen ja eine neue Evil Ed Episode, also eine Classic Ed Episode, um es mal so zu sagen. Über, ja, wie nennt man das so nett? Mondo-Filme, ne? Ja, wir zeigen die Welt. Oder wir haben uns die Welt einfach mal Wir haben angeguckt. uns die Welt angesehen und wollen euch jetzt daran teilhaben lassen, wie wir die Welt gesehen haben. Und es ist erstaunlich, wie viel man dafür recherchieren muss, um so einen Blödsinn dann tatsächlich mal zu besprechen. Ja, es ist einfach spannend, weil es wirklich ein eigenes Genre ist, das aufgeblüht ist und nach 10, vielleicht 15 Jahren war es eigentlich wieder tot. So, Ja, das ist gut, schon. die Epigonen sehen wir jetzt immer noch. Die Epigonen sehen wir davon, aber so an sich, dieses, ne, das war wirklich ein Loch, das es in der damaligen Gesellschaft gab, das einfach gefüllt werden wollte. Und die sind ja auch ausgezeichnet worden mit Prädikat wertvoll und mit Oscar-Nominierung für einen Soundtrack. Und die sind ja wirklich positiv aufgenommen worden, generell, weil das einfach, das fehlte eigentlich. Dass sich das genauso schnell totläuft, wie es gekommen ist, ja. Das ist das Gesetz der Serie, Ist, ne? Und ja. das Gesetz, vor allem das Gesetz von italienischen Produktionen. Aber da kommen wir dann im Podcast drauf, Es warum soll das. nicht was Spencer ist. Ja, auch das ist schnell runtergegangen, ne? Das waren auch nur 10 Jahre. Also wenn die Italiener irgendwas haben, was sie gerne machen plötzlich, dann machen es plötzlich alle Italiener und dann machen es eben auch die schlechten Italiener. Und dann hast du eben auch Bud Spencer und Terence Hill Doubles, die ganze Filmserien dann haben. Und bei den Mondo-Filmen war es nicht anders, ne? Die wurden nur immer blutiger und so. Aber das ist ja unser nächstes Thema, ne? Das sollten wir ja jetzt auch nicht so verbannen. Was wir dann auch besprechen, ist dann Lamp. Den habe ich mir jetzt auch auf die Liste gesetzt. Den muss ich jetzt sehen. Das geht gar nicht mehr anders. Ist für mich jetzt, also nach dem Trailer, schon so ziemlich der interessanteste Film des Jahres. Ich finde ihn auch Bildernmacher Ne? trifft irgendwo so, also triggert was. Ich habe ansonsten nichts lieber bis jetzt mir zu Gemüte zu geführt. Ich werde also möglichst versuchen, kurz zu gucken. Ja, Und einfach wenn nur es den geht, ein Trailer. Kino, vielleicht haut das zeitlich hin. Ansonsten muss man eben anderweitig gucken. Aber Kino wäre natürlich das Präferierte. Ja. Ansonsten, was hast du noch so gesehen die letzte Woche? Letzte Woche habe ich am spannendsten war nicht, was ich gestern gefunden habe. Das ist nämlich eine alte Folge vom feuerroten Spielmobil. Ach ja, Und genau, die hattest du mir ja auch geschickt. Da habe ich ja auch ja. schon so wenig Erinnerungen an die Folge speziell, aber das feuerrote Spielmobil habe ich Erinnerungen noch. Ja, und da fiel mir wieder ein, ich weiß gar nicht, wieso ich darauf komme. Irgendwie war blaues Licht gerade in meinem Kopf. Und da fiel mir dann diese Episode wie ein. Die gab es tatsächlich, gibt es sie auch auf DVD zu kaufen, in der Sammlung. Und das war eine Phase, wo eben sie im feuerroten Spielmobil eben Märchen verfilmt haben. Und zwar alle komplett im Bluescreen. So, dass sie wirklich wie ein Theaterstück ist, wo rundherum Dinge passieren und mit einem Ausblenden und so weiter. So damals mit der High-End-Effektmaschine dann gearbeitet wurde.
Und diese Folgen haben einen ganz, ganz komischen Reiz, finde ich, weil sie so irgendwo so liebevoll sind oder weil die auch so Schauspieler getrieben sind. Also ist irgendwie sehr, sehr theaterhaft und gleichzeitig sind sie so entfremdet. Und finde ich eigentlich eine sehr, sehr faszinierende Art und Weise, Filme zu machen. Und als Kind ist man das natürlich dann nochmal besonders angreifbar für sowas, weil man solche Stile natürlich dann einfach akzeptiert und gar nicht weiß, was da passiert. Und man einfach sich nur diesen der Dramaturgie ausgeliefert ist. Und die Geschichte ist wirklich sehr schön erzählt. Und sie ist auch dennoch schon wieder auch, sieht man im 70er Jahre, politisch eben involviert, wo sie eben wirklich eine Wertediskussion drin haben. Und ne, da ist nicht der, kriegt der Prinz am Ende oder der Soldat am Ende nicht die Prinzessin, sondern die Prinzessin haut ab und er sagt, nee, ich will aber auch nicht König werden und macht das, wählt mal lieber selber ein und sagt ihm zum Teufel, wenn ihr nicht mehr braucht. So, sind sehr, sehr spannende Interpretationen, die ich mir heute so nicht vorstellen kann. So, heute wird alles mit sehr viel Aufwand und alles sehr, sehr die tradierten Bilder wieder und da ist es nichts, ist das Schöne, als wenn man wieder König wird. So, und ich bin dann ja der gute König. So, ja. Das ist ja, das war ja eine Zeit, da ist ja auch Lammy und die Schmirker, ne? Also das mit dem Bluescreen für Kinder war eigentlich normal. Die Kinder konnten damit wahrscheinlich auch besser umgehen als die Erwachsenen. Mit diesem ganzen Bluescreen-Zeugs, weil da zu der Zeit wurden ja dann, ich sag mal, samstags abends, einer wird gewinnen, da wurde ja das Theaterstück am Ende immer aufgeführt und da waren ja dann riesige Kulissen aufgebaut und richtig aufwendig alles. Und bei den Kindern konntest du tricksen, das war billiger, aber sie waren auch kreativer dabei, ne? Überhaupt damals das Kinderfernsehen war sehr originell. Für mich nur ziemlich blöd, ich war damals so 12, 13. Ich war dann vormittags um 11 Uhr war ich im Kino, sonntags, und wenn ich zurückkam, war Feuerrotes Spielmobil eigentlich zu Ende. Da habe ich meistens den Nachspann gesehen. Godzilla war wichtiger als das Feuerrote Spielmobil, der war auch größer. Der war größer, ja, und ja, Hatte auch ein wollen wir bisschen jetzt mehr mein. Action. Hatte Genau. mehr Action, die man dann in dem Alter ja auch noch als Action dankbar annimmt, ne? Absolut, Die absolut. nicht so ermüdend ist, wie wenn jemand die jetzt guckt. Obwohl, nee, die Action bei den Godzilla-Filmen finde ich immer noch nicht ermüdend, aber da drumherum ist doch sehr. Naja, wenn du da schon wieder 20 Millionen Raketen, die vom Panzer gestartet werden und die alle treffen, oh, es hilft nicht gegen. Wir schießen weiter auf ihn. So wie War of the Worlds mit Tom Cruise. So, ja, unsere Waffen haben keinen Einfluss auf die Dinger, aber schießen mal weiter drauf. Das So. war ja damals auch bei den japanischen Dingern mit diesen Infrared Superman oder so, die sich dann immer Ja. aus 5 Leuten zusammengesetzt haben, wo die dann immer erst alle einzeln auf den Bösen geschossen haben und dann zum Ende der Folge immer dann die Idee gekriegt haben, ey, wenn wir alle zusammen uns tun und dann einmal auf ihn schießen, dann ist er weg. Und das hat auch immer funktioniert, überraschenderweise. Also, die haben das nur immer wieder vergessen zwischendurch. Ja, das Wichtig, waren. dass man so einen pädagogischen Effekt mehrfach wiederholt, so. Naja, Ansonsten wäre die Serie auch ziemlich doof, so. genau. Ich habe übrigens, gut, kann man ja eigentlich hier in Deutschland noch nicht gucken. Ich habe mir die erste Folge von Peacemaker angeguckt, von der neuen James Gunn-Serie, die ja eine Spin-off-Serie zu The Suicide Squad ist. Und das ist genau das, was ich erwartet habe von einer James Gunn-Serie. Das ist genau wie Suicide Squad. Das fängt an mit Previously on the Suicide Squad. Dann wird also der Film nochmal kurz zusammengefasst und dann geht er einfach weiter in die TV-Serie über. Ich finde das einfach faszinierend, was er da macht. Also der hat auch komplett freie Hand und das ist wirklich schöner, höherer Troma-Blödsinn, nur mit Geld. Also, Ja. das finde ich Ich frage okay. mich auch, ob man ihn jetzt sagen würde, du musst das jetzt so und so inszenieren. Der ist doch klüger als alle anderen. Also der wird das doch irgendwie trotzdem irgendwie hinkriegen, dass das komisch ist. Der würde entweder um die Produzenten rumarbeiten und denen das Gefühl geben, er macht all das, was sie wollen. Oder er wird es einfach machen und wird es auch ankommen lassen, weil wenn die den rausschmeißen bei Disney, bei DC, dann ist der bei Disney wieder. Oder bei Marvel. Also das ist kein großes Problem für den, einen neuen Job zu kriegen. Ne? Also da, ich glaube nicht, dass der sich überhaupt nochmal Sorgen machen muss. Und dementsprechend geht es auch Lloyd Kaufman gut, weil Lloyd Kaufman kriegt ja immer eine Gastrolle irgendwo in seinen Filmen. Zumindest sehen wir Mir ihn ist dann ja noch mal. tatsächlich neulich zum ersten Mal aufgefallen, dass er bei Final Countdown mitspielt. Sagen wir es mal so, es ist selten, dass ich einen Film sehe, wo Lloyd Kaufman nicht in irgendeiner Rolle hinten rumläuft.
Der hat schon so ein bisschen den Stan Lee-Effekt mittlerweile. Also mag aber auch an meinem Filmgeschmack liegen, dass ich Ja, den sehr oft sehe. aber den Film habe ich ja ewig gesehen. Ich kenne Lloyd Kaufmann ja auch schon ziemlich lange und das ist mir nie aufgefallen, nachdem ich das mal gesehen habe. So, guck mal, der hatte wieder auch. Ach was. Ist da Wo der war der Funker nicht noch? oder so? Der war doch auch in Dirty Harry oder sowas war er drin, ne? Also er war ja Production Designer bei Rocky, bei Aber Rocky spielt da Goodfather. auch einen Besoffenen. Ne, genau, da spielt er auch einmal mit. Also er ist wirklich in sehr, sehr vielen 70er-Jahre-Filmen auch drin, weil er einer der gefragtesten Production Designer damals überhaupt war. Ja, er macht es ja immer billig, weil er das konnte. So, dann Ne? Das sind die hat man. Leute hier. Emmerich, Boll, Kaufmann, das sind so Leute, die können mit wenig Geld viel erreichen. Ja, wobei Kaufmann eben sehr, sehr gut erzählen kann. Das ist eben, das hat ihn sozusagen das Überleben seiner Marke überhaupt ermöglicht. So. Absolut, absolut. Und er ist ein Frontmann, wie man ihn bei einer Ja. Band haben muss. Ne? Also ich meine, Ja. Eine Rampensau ohne Herrn. der ist die Marke Troma. Also das ist auch einer, der sitzt auf meiner Wunschliste, um ihn mal zu interviewen, ganz, ganz weit oben. Wobei ich dann aber auch die Gefahr sehe, dass wenn du dann so eine Stunde Interviewtermin mit ihm mal kriegst, dass er dann so locker 3, 4 Stunden werden wird. Weil du möchtest ja auch mal eine Frage Genau. dazwischendurch Ja. stellen. Wenn er dann fertig ist. Dann kannst du ja auch mal was fragen, ne? Und da auch wieder die Natürlich, wenn er irgendwie in dem Moment, wo er was trinken muss oder so, dann kann man schnell mal eine Frage zwischenstellen. Falls er mal Luft holen muss oder sowas. Ja, der ist auch absolut genial. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblinge, der Mann. Und der kann, glaube ich, auch kaum was falsch machen. Obwohl ich die beiden Newcomai-Filme noch nicht gesehen habe, die neuen. Die interessieren mich ehrlich gesagt auch ziemlich wenig. Irgendwie nicht, ne? Nee, das reizt mich nicht. Weil also die Newcomai fand ich auch schon die alten Filme ziemlich doof. Weil das Oh, war den nicht. ersten finde ich ganz witzig. Den Ja, mag aber ich es war noch. nicht so das Trauma, was ich erwartet habe nach Toxic Avenger. Da hatte ich mehr erwartet, da hätte mehr kommen müssen irgendwie. Ja. Ne? Und das hat er ja Aber man dann muss immer später sehen, wie gut die gemacht. zustande kommen. Also ich meine, dieser Toxic Avenger ist ja entstanden, weil sie meinen Film über ein Fitnessstudio machen wollten. Richtig, genau. Ja, es ist schon, Und eine da sehr. ging es ja wahrscheinlich darum, wir möchten gerne Rock'n'Roll Highschool irgendwie verfilmen, aber dann, ja, eine Band haben wir jetzt gerade nicht, da machen wir es anders so. Und dann nehmen wir noch hier dieses Monster, wie heißt es, Anthony, das haben wir gerade zur Verfügung, dann bauen wir das noch ein. Ist schon sehr, sehr trashig, der Film, und dafür ist er eigentlich recht unterhaltsam. Aber klar, die Klasse von Toxie hat er nicht, ne? Also das Interessante ist ja, ich habe ja jetzt letztens auch dieses All I Learned About Movies, I Learned from the Toxic Avenger nochmal gelesen, dieses erste Buch von Gunn und Kaufman. Und er ist einfach Lloyd Kaufman, auch in dem Buch. Also auch diese Abschweifung, die er da immer macht und diese Fantasiesequenzen, die er da reinbringt. Das ist so ein faszinierender Read, dass du die alle 10 Jahre kannst du dieses Buch wirklich komplett einfach mal durchlesen. Einfach Ja. aus Spaß. Ein Filmbuch, Er was man macht einfach das aus einfach so Spaß schön. liest. Du liest das, denkst, ja, das ist alles echt. Und dann ganz graduell fängt er an abzuweichen. Und Genau. irgendwann kriegst du damit, okay, die letzten 50 Seiten waren gelogen. Ja. So. Ja, aber dieser absolute Schwachsinn, den er dann teilweise erzählt und wo du dann erfährst, das war wahr. Also das, wo du nun wirklich nicht mit rechnen konntest, das war nun wirklich mal die Wahrheit. Ne? Also er ist schon eine absolute Marke für sich, der Mann. Und wie gesagt, ein ganz, ganz, ein großer. Wenn der mal geht, also ich glaube, da bin ich auch ein paar Tage lang traurig. Wie auch bei Bogdanovic. Also der hat mich auch umgehauen. Hast du irgendwas Bogdanovic-mäßiges seit letzter Woche gesehen, seit letzter Woche Nein. Freitag, seit er tot ist? Also ich habe Paper Moon nochmal geguckt. Und es ist einfach faszinierend, dass dieser Film überhaupt existieren darf. Weil der ist auch so. Der war ja auch unglaublich erfolgreich damals hier, auch hier in Deutschland, ne? Also das war ein richtiger Hit, der war Platz 1 hier in den Charts und die Leute sind da reingerannt wie die Wilden. Und im Endeffekt hast du da ja zwei Betrüger in der Hauptrolle. Und der eine Betrüger ist auch noch ein 10-jähriges Mädchen. Also das ist schon gewagt für einen Mainstream-Film. Aber Da die auch. hohe Kunst ist es ja, dass die Leute nicht merken zu lassen, dass es Mainstream ist, ne? Ja, eben. Ne? Oder wenn du dir die Iswas-Doc anguckst und merkst dann so, ja, es ist in einer Hinsicht ist es einfach nur eine schöne Komödie. Aber der ist trotzdem anders als eine normale Komödie damals zu der Zeit war. Also Bogdanovic war auch so einer, der war, ne, also wie Sam Fuller. Also der hat auch immer gemacht, was er wollte, aber der hatte eben nicht den Boll-Effekt.
Der konnte nicht machen, was er wollte. Der musste sich leider immer anpassen dabei. Ja, wahrscheinlich hatte der so solche Sachen wie Ausbildung und. Was in Amerika ja auch einfacher ist, ne? Ja. Gut, obwohl Fuller auch Ausbildung hatte. Also der hat ja auch bei John Ford angefangen. Also nur der war unangenehm, der Fuller. Mit so Filmen wie White Dog konntest du jetzt nicht unbedingt einen großen Stiefel reißen. Ne? Das hat ja auch lange gedauert, bis der dann endlich mal in einer langen Fassung freigegeben war. Ich rufe jetzt einfach noch mal so den Gregor rein. Gregor, wolltest du nicht was über Mandalorian mal sagen? Weil der Sören, der hat den Mandalorian nicht gesehen. Hast du eigentlich Disney Plus? Ich habe keinen einzigen Streamingdienst. Das ist äußerst wenig, muss ich sagen. Also so von meinem Verhältnis aus gesehen, wo ich. Also Ja, das hängt damit zu tun, dass ich auch viel pendel und einfach keine Zeit dafür habe. ja, aber Und du das könntest ist ja dann. unterwegs, du könntest ja auf dem Handy, könntest du dir dann so einen Ich bin Blockbuster froh, dass die angucken. ganze Strecke Schienen liegen. Kannst du dir das vorstellen? Du sitzt dann da so schön und guckst dir dann so, ich sag jetzt mal, so ein Dune so schön auf dem Handy an, so gemütlich. Ja. Da gibt es irgendwie so einen schönen Kurzfilm oder Spot von David Lynch, wie er sagt, so wie er ganz sehr emotional sagt, ihr werdet doch einfach betrogen, wenn ihr meint, dass ihr die Experience eines Films auf eurem scheiß Handy seht. Aber das ist der David Lynch, der auch schon mal gesagt hat, ich mache keine DVD-Extras, das ist sowieso kein Mehrwert. Und jetzt plötzlich 1000 Audiokommentare und Behind-the-Scenes-Sachen auf seine DVD-Packs, ne? Oder ich mache keine Chaptermarken. Der hat ja am Anfang keine Chaptermarken erlaubt in seinen Filmen. Wenn die Leute sollen, die Filme komplett in voller Länge gucken. Ja, aber irgendwann, ne, der Mensch muss ja auch seine Stromrechnung bezahlen. Er Und muss sich auch mal irgendwann weiterentwickeln, sagen wir es mal so, genau. ne? Auch ein David Lynch muss sich weiterentwickeln. Altmodisch, und ich meine, seine Filme sind generell etwas altmodisch, so sein Weltbild, das er da verkauft. Und dann passt es natürlich zu ihm, dass er alle Neuerungen der Welt lehnt er erstmal ab. Und dann, wenn sie sich etabliert haben, dann sagt er, okay, jetzt beschäftige ich mich doch damit und versuche das mal so zu machen, wie es sinnvoll ist. Ein So, und ja. Scheiß-Boomer. Echt? Boomer. Okay, Boomer. Andererseits vergesse ich nie Eraserhead im Kino damals. Ja. Wo Schwager und ich dann ins Kino gegangen sind, hier ins Bambi, in unser tolles Arthouse-Kino und die ganzen Intellektuellen da mit reingegangen sind. Und wir dann nachher alleine im Kino saßen, als der Film zu Ende war und rausging und dann nur gehört haben, also, es ist unmöglich. Wie kann man sowas filmen? Das ist doch kein Film. Diese komplette Verständnislosigkeit, weil von Lynch war ja vorher der Elephant Man, der war vorher in den Programmkinos und dann haben wir den Eraserhead nachher gebracht. Ja. Und da hatten die Leute vielleicht ein bisschen was mehr straightforward erwartet, so ein klein wenig. Ja, so dieses narrative Element ist im Eraserhead nicht unbedingt vorhanden. Nein, nicht ganz. Da muss man vor allen Dingen, wenn man sich da mit der südlichen Szene so ein bisschen beschäftigt, da sieht man ja auch noch ganz witzige Andeutungen. Es ist. Und retrospektiv ist es auch schön, wenn man dann Twin Peaks guckt und feststellt, wieso spielen die eigentlich alle in den Eraserhead mit? Und. Apropos Twin Peaks, hast du eigentlich die dritte Staffel eigentlich jetzt gesehen? Nein. Weil die dritte Staffel hat genau in der Mitte, Episode 8, hat die eine Folge drin, die ist Eraserhead pur. Durchgehend. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Du sitzt da, weißt du, und hast dann wirklich die ersten 5, 6 Folgen, hast du noch so das Gefühl, ach ja, da ist ja ein Narrativ drin. Das ist ja originell. Das habe ich nicht erwartet jetzt bei der Serie von David Lynch. Und du hast das Gefühl, du kommst der Sache auch irgendwie auf die Spur. Und dann kommt diese 8. Folge, die durchgehend dir so auf die Fresse haut, dass du danach wieder von null anfängst und sagst, ja, Moment. Macht denn auch so schön schlechte Laune wie Eraserhead? Es macht generell sehr schlechte Laune dann ja in dem Ja. Moment. Also es hat auch einige Leute gewaltig verwirrt, muss ich sagen. Und das Schöne ist natürlich, die Serie endet dann eben auch wieder so, wie man es erwartet, dass du dann da sitzt und sagst, ja, jetzt habe ich Fragen. Halt David Lynch, ne? Ich meine, am Ende, wenn du Ja. keine Fragen hast, ist der Film schlecht, dann hast du Dune. Da hast du auch keine Fragen am Ende. Ja. Der David, das ist auch so eine Marke für sich. Ja.
Ich habe letztens versucht, dieses Interview mit dem Schimpansen zu gucken, was er bei Netflix veröffentlicht hat. Nee. Nee, manches muss einfach nicht sein. Auch das mit den Hasen damals, mit der Naomi Campbell, das war auch nicht so meine Welt. Also Ja. irgendwie. Ich habe es lieber etwas Straight Story. Das ist so ein Lynch, den ich noch mag. Er hat doch irgendeinen Werbespot auch gemacht. Was war das für Opium? Für irgendein Parfüm war das. Mit so einem Panther, der aufs Bild läuft. Wo man dann auch denkt, oh, jetzt weiß ich, dass es David Lynch war. Aber macht den Spot nicht besser. Also. Nee, das ist komisch, ne, dass der dann auch irgendwann mal aufs Geld geguckt hat. Aber gut, du Ist kannst auch nicht. wahrscheinlich, irgendwann ist man da drin und man kennt sich und dann ist das wahrscheinlich so viel Geld für wenig Arbeit, dass man sagt, ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht mache. Du kannst ja auch nicht nur den ganzen Tag meditieren. Ja. Also, du musst ja auch ab und zu mal was anderes machen als meditieren. Also, weil das ist ja so sein Lebensunterhalt eigentlich normalerweise, ne? Ja, wie war denn das bei, welcher Film war das denn, der Mulholland Drive, wo man dann irgendwann nochmal, wo man denkt, so er hat sein Drehbuch wahrscheinlich irgendwann mal runtergeschmissen und hat das versucht wieder zu sortieren, hat er aber nicht mehr ganz hingekriegt und sagte, macht aber auch nichts. Wir machen das trotzdem mal. Danke, Marius, für den Follow. Follows sind immer gut. Weil da habe ich ein schönes Video, ne? Das ist doch mal niedlich. Ist übrigens aus so einem Bienenschwarmfilm, den Schläferz mal gebracht hat. Und als ich die Szene gesehen habe, habe ich gesagt, die musst du direkt als GIF machen. Die ist einfach so schön geworden. Die ist so wunderbar. Also unser Chat ist heute etwas. Wahrscheinlich reden wir zu viel. Oh. Sollen wir den Mund halten, dass die miteinander reden? Ja, eben, genau. Wir laden die alle ein, die sollen alle miteinander reden. Aber ist ja egal, ich bin ja wieder gesund, ne? Ich bin ja jetzt wieder fit. Jetzt geht das ja wieder. Also war echt fies, ne? Also nach der Moderna-Impfung, das war echt nicht schön, war das. Kann ich nicht weiterempfehlen. Also. Ja. Das werden wir jetzt rausschneiden und veröffentlichen auf den entsprechenden Seiten. Ich bin jetzt Impfgegner. Ja, und jetzt kommt die Polizei zu uns nicht mehr wegen früher, sondern wegen sowas. So, danke. Genau, wegen sowas. Sowas. Aber wegen sowas kommen die ja demnächst auch nicht mehr bei mir vorbei. Also, weil sowas ist ja jetzt auch mittlerweile dann erlaubt. Ne? Ach Also, so, ja, das wird sich ja die Polizei erstmal nicht abhalten. nee, das stimmt allerdings. Wobei, muss ich ja ganz ehrlich sagen, meine Polizeiwache hier, das war vor. Lass mich lügen, 15 Jahren oder irgendwas. Da war meine Tochter mal wieder bei ihrer Mutter abgehauen. Und da kam die Polizei hierher, um die zu suchen. Das passierte damals so zu der Zeit öfter mal. Dann schellte das hier und dann hat sie dann drei Polizisten mit Durchsuchungsbefehl, weil ich meine Tochter versteckt habe. Und dann kamen die rein an meinem Geburtstag und wir saßen hier abends und hatten so einen 2-Meter-Bong auf dem Boden stehen. Saßen mit 5 Leuten da drum und alle so richtig es schellt. Ich denke, naja, wird ein Gast sein, ne? Macht die Ja. Tür auf, herein, wenn es kein Schneider ist. Und dann stehen da so plötzlich zwei Grünuniformierte in meinem Flur. Ja, wir wollten dir mal gucken, ihre Tochter und so. Riechen sie mal, gucken sie rein. Meine Tochter ist nicht hier. Dann haben die mir sogar den Schrank hinten aufgemacht, ne? Um zu gucken, ob die sich hinten im Schrank versteckt, Das hätte ich aber auch gemacht, wenn wo ich hier bei dir eine in die Wohnung komme, such jemanden. riesige grüne Wolke in dem Raum war und 5 Leute da drum saßen, guck mal, Polizisten. Ich sehe Polizisten, geiles Zeug. Ich sehe schon Polizisten, genau. Und die haben nichts gesagt, ne, dazu. Das war denen vollkommen egal. Ja, die haben, was ja, wenn sie solche Aufgaben haben, ist ja die Gefahr, wenn man sich verzettelt. Ne? Und dann heißt es am Ende, dann musstest du das machen, hast die Tochter nicht gefunden. Deswegen sind sie bei sowas denn wirklich denn auch wirklich mit Scheuklappen fahren die durch die Gegend. Das ist denen in dem Augenblick egal. Wenn du zu laut bist oder so oder irgendwie anderen mit den Nerven machst, dann ist das ein willkommener Anlass, dir Stress zu bereiten. Aber wenn sie da wirklich eine Aufgabe haben, dann ist denen fast alles egal. So, Naja, dann. klar, die kriegen es halt bezahlt. Aber mit der Legalisierung bin ich mal gespannt. Das wird noch ein paar Monate dauern oder ein paar Jahre, bis das wirklich mal so weit ist. Also das. Ja, das wird dann, finde ich, dann so Gegenbewegung geben. So. Das heißt, du darfst kiffen, aber wenn du dann irgendwas so im Blut nachgewiesen bekommen hast und bist aber Auto gefahren 2 Wochen später, wird das noch Eben. was nachgewiesen, dann sagt die Behörde erstmal so, nee, der ist psychisch ungeeignet zum Autofahren. So, er darf es ja gerne nehmen, soll ja legal sein, aber er soll nicht Auto fahren. Ja, aber So, und somit dann. kriegen wir das mit den vielen Autos, kriegen wir das somit unter Kontrolle. Weil dann sind ja viele Oh. Autos, die gar nicht mehr fahren. Das ist ja das Problem, das sieht man ja immer im Winter, ne? Dass die ganzen Parkplätze nicht da sind, die sind
die Hälfte dieser Autos werden gar nicht bewegt. Nö. So, die stehen da nur, weil die Leute da ein Auto haben wollen, das einmal im Jahr brauchen oder alle einmal im Absolut. Monat und. Ich meine, das war vielleicht in den 80ern noch normal, weil da hast du halt ein Auto gehabt, ich ja auch. Aber heutzutage würde ich mir das doch schon schwer überlegen, mir so ein Ding anzuschaffen, weil allein die laufenden Kosten würden mich nerven. Ne, für Ja. etwas, was ich billiger haben kann, wenn ich kein Auto habe. Also so als Städter brauche ich ein Auto, weiß ich nicht. Nee, Wofür? als Städter braucht man kein Auto. Ne, also Also schon gar nicht da, wo du wohnst. ja Also eben. das. Und wenn ich mal ein Auto brauche, dann leihe ich mir eins und dann fahre ich irgendwo hin. Also Ja. Genau. Also ich habe ja nur ein Motorrad und das steht in der Garage ziemlich viel. Und wenn man dann eben wirklich mal wohin muss, wo nichts hinfährt in vertretbarer Zeit oder wenn ich wirklich mal fahren will, dann wird das eben bewegt so. Und das hat auch den Vorteil, dass man da so sehr viel weniger Parkplatzsorgen hat als Autofahrer. eben, da kannst du dich mal eben auf Und den Bürgersteig stellen, das stört dann auch keinen. nee, und wenn ich das Hauptaugenmerk, was ich mich gegen Auto bedeutet, ist, wo stelle ich die Karre hin? Also ich kenne diese ganzen Geschichten von Leuten, ich bin jetzt in der Stadt, ich suche jetzt einen Parkplatz, komm dann gleich. Und das bedeutet dann halbe Stunde. Und dann stehen sie immer noch im Halteverbot. Ich meine, Das ist dann. wo wir damals da in Flingern gewohnt haben, da hast du dich ja auch nur auf dem Bürgersteig vor das Haus gestellt, weil sowieso kein Parkplatz sonst zu kriegen war und hast einfach in Kauf genommen, dass du 3 bis 4 Mal im Monat Strafe bezahlt hast. Weil das war dir dann irgendwann auch egal, weil du gesagt hast, ja, was soll ich denn machen? Ich muss ja das Auto irgendwo mal abstellen. Kannst ja nicht mit 2 Kindern im Schlepptau da irgendwie 3 Kilometer noch laufen bis nach Hause. Ja, ich kenne Leute in Eimsbüttel, die parken dann immer so. Dieser Strafzettel ist so wie beim Tanken, das ist egal. Es wird nur so geparkt, dass er nicht abgeschleppt wird. So, Richtig, genau. und dann, weil das ist ärgerlich, dann ist es weg und es kostet auch schon wirklich Geld. Aber so diese 20 Euro. Ist einfach günstiger. Und das ist genauso wie mit Bus und Bahn fahren. Im Endeffekt, ich meine, gut, ich kaufe mir immer mein Ticket, ne? Aber im Endeffekt, wenn ich überlege, wie oft ich kontrolliert worden bin in meinem Leben, hätte es sich schon fast gelohnt, nur schwarz zu fahren und sich ab und zu mal erwischen zu lassen. Aber dann kommst du ja irgendwann in den Knast. Das ist dann auch schlecht. Auch nicht Wenn du so gut. bezahlst, nicht. Das ist ja nur die, die nicht bezahlen, die kommen in den Knast. Nicht, wenn du ständig erwischt wirst. Also, Ja? nee, 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 nee. Da nützt ja dann auch Bezahlen nichts mehr. Also, dann bist du ja unverbesserlich. Dann musst du erstmal in Ja. Beugehaft genommen werden, damit du wieder verbesserlich wirst. Also, wir haben ja so tolle deutsche Gesetze. Ne? Ja. Wie gesagt, du darfst ja kiffen, aber darfst nicht erwischen lassen. Wenn dich erwischen, erst wo? Ja, eben, genau. Kommt auch noch drauf an, wo du erwischt wirst. Ne? Also, ganz normal ist das alles nicht. So, ich gucke nochmal hier eben so im Chat. Hier passiert auch nichts. Ne? Der Chat ist getötet. Der Chat ist eingeschlafen. Läuft, Ja. funktioniert er denn noch? Weiß ich nicht. Tipp mal was rein. Sag mal Hallo, Chat. So. Gucken, ob Gregor eingepennt ist. Die wollen alle nicht mit uns reden, Leute. Wir sind halt unangenehme Leute. Sonst war ich heute früher Feierabend. Ich habe nämlich dicke Bohnen auf dem Ofen. Die brauche ich nur warm machen. Du. Da freue ich mich auch Ja, ich schon soll ja drauf. auch in der Stunde soll ich auch schon unterwegs sein. Oder na, noch nicht. Wo 2 Stunden. spielt ihr denn heute? Leeres Stadion oder was? Die haben 500 Plätze Und du in hast einen. Schalke. Nee. Wenn ich Also, jetzt noch nach Gelsenkirchen fahren müsste, wird knapp werden. oh Sagen wir es mal Gott, so. sag mal, hast du ein Moped? Gibst du Ja. mal Gas ein bisschen? Also, ja, Nee, Episode lässt es die hatten daraus stehen. 500 Plätze dürfen sie und die haben sie jetzt verlost. Also dann kommt natürlich irgendwie VIP und soziale Leute irgendwie 100 dann nochmal ab und dann sind 400 übrig und die werden dann einmal über den Pöbel geworfen Ja. und die können dann gucken und wahrscheinlich jeder seinen eigenen Block und Das ist ja super spannend dann. das ist auch total spannend. Das kenne ich ja nun auch noch von Heimspielen, wo man dann da wirklich so im Umkreis von 10 Metern ist man der Einzige. Ja, Das ist toll. Und jetzt alle und die Welle. Die Welle, genau.
Ich finde das schon unerträglich als Eishockey-Fan, jetzt im Moment diese Spiele ohne Publikum zu sehen, ne? Ja. Bei den Fernsehübertragungen. Am Anfang war das ja vielleicht noch ganz witzig, dass du die Geräusche vom Eis jetzt mal gehört hast. Aber irgendwas fehlt ja nun dann auch, ne? Ich meine, die fahren einen super Angriff und du hörst nichts. Nix. Da sitzt du ja alleine, bist dann am Jubeln. Das ist auch nicht ganz so berauschend irgendwie mehr. Irgendein Sender hatte auch beim Fußball jetzt künstliche Atmosphäre. Das hatten die von Anfang an gehabt. Ja, bei der Sohn oder so. Und zuerst ist das sehr befremdlich. Wenn man aber genug Spiele gesehen hat, wo dann den Masseur rufen hörst irgendwas und denkst, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ist das dann doch gar nicht so schlecht, so viel schlechter als... Nee, wenn es vernünftig eingespielt ist, dann geht's. Ne? Nur eben, wenn es unpassend ist, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn die einfach nur so einen Rundlauf reinhängen, wie damals in den alten Karatefilmen, wo du immer dieses gleiche Hickhack gehört hast, nur Rundlauf. Da habe ich ein paar schöne Beispiele. Weil bei den taiwanesischen Kung-Fu-Filmen später, ne? Bei den ganz billigen, da war der Rundlauf dann immer nur so 30 Sekunden. Und wenn du dann so eine Kampfszene hast und du achtest wirklich mal darauf, auf die Geräusche, das ist so lustig, wenn die immer das Gleiche machen. Du weißt dann immer schon genau, jetzt gleich schreit er wieder. Ei! Die haben sich ja damals auch richtig billig gemacht. Apropos Synchro, da habe ich ja jetzt auch hier die Jungs vom Retrocast, die haben sich ja letztens mit, war das eigentlich der Retrocast? Ich glaube, das war der Retrocast. Die haben sich mit Hudson Hawk beschäftigt und hatten dann so erwähnt, die Synchro wäre nicht so gut. Hast du denn jemals in der Synchro gesehen? Ich glaube nicht, nee. Nee, wir haben den ja auch damals als Original schon gekriegt. Das war ja schon die Zeit, wo wir eigentlich mal alles aus dem Ausland gekriegt haben. Ne? Ich habe irgendwann tatsächlich, weil mein Sohn, da war der so 14, 15, da lief der im Fernsehen, habe ich gesagt, ey, den kann man ruhig mal gucken. Der ist gar nicht so schlecht, wie immer gesagt wird. Und dann habe ich die deutsche Synchro gehört. Die haben es wirklich erlaubt, da eine richtige Schnodder-Synchro drauf zu pappen. Ne? Aber so eine richtige, so Rainer Brandt-mäßig schnodderig, die überhaupt nicht zu dem Film passt. Weil man kann dem Hudson Hawk vieles vorwerfen. Und das ist sicherlich nicht der beste Film von dem Lehmann. Aber er hat zumindest noch Charaktere, die sich normal unterhalten. Und das hat er dann gar nicht mehr in der deutschen Fassung. Also wenn man sich sowas angucken kann überhaupt. Ne? Nach 5 Minuten würde ich sagen, ey, komm, ja, aus, Schluss, Originalfassung anmachen. Schluss, kann doch nicht machen. Ja, was war der letzte, wie heißt der Film, den du mir empfohlen hattest? Dieser Animationsfilm Sam und Max oder irgendwie? Ja, genau. Da war ja auch die deutsche Synchronfassung. Mary und Max. Mary und Max, nicht Sam und Max, da gibt's leider Sam und Max ist das Computerspiel, genau. Ja, genau, da gibt es leider noch keinen von. Da habe ich übrigens die Comics letzte Woche gelesen, die sind toll. Sam und Max kannst du auch nur im Original gucken, oder? Ja. Also hast du versucht mal in Deutsch. Ich habe dann, nachdem du es erzählt hast, habe ich dir nochmal da mal ein bisschen rumgescrollt und dachte, ja, das ist schade. Ne? Schade. Aber gut, da darfst du jetzt natürlich auch nicht vergessen, es ist natürlich ein Animationsfilm. Das bevorzugte Publikum hier in Deutschland sind Kinder. Was natürlich bei Mary und Max toll ist, mit Kindern den Film zu gucken, ist bestimmt ein super Erlebnis. Macht bestimmt richtig Spaß. Ja. Also wird dann auch dementsprechend synchronisiert. Ne? Dann werden da einfach irgendwelche Stimmen genommen, so, mach mal. Wird schon passen, ist ja ein Kinderfilm, ist ja egal. Ja, mich stört diese Plattheit, ne? Dass da wirklich diese unglaublich feinfühlige Sprache, die sie da verwenden, und die sind dann zwar irgendwo noch korrekt übersetzt, aber überhaupt lieblos. Also so einfach, ja. Gefühl. Was heißt denn das? Ja, keine Ahnung. Das müssen wir einen Poeten haben. Wo ist Harry Rowold? Der ist nicht da. Ja, okay, ohne Harry Rowold, dann kommt da eben das bei raus. So. Sie hätten Harry Rowold damals noch haben können. Also, der hat noch gelebt damals. Ja. Ich wusste, hätte weiß sogar, wo der Pennys war. Gemacht. Der war damals in der Lindenstraße, dann neben dem Supermarkt saß der immer rum. Mit dem langen Bart. Ja. Den hätten sie mal anrufen sollen, der hatte bestimmt Zeit. Nee, ich erinnere mich noch, das ist aber auch schon, weiß nicht mehr wann das war, lange, lange her, da war eine Lesung, die war im offenen Kanal. Und da hat er Puder Bär vorgelesen und er hat wirklich während dieser Lesung 2 Flaschen Paddys getrunken. Ja gut, ich meine, er hat ein bisschen und was getrunken mal. Konnte noch reden, das... ne? Ja, ab einem gewissen Maß, ne? Ich sag mal, nicht so wie der lächelnde Mann da, wo das wirklich so belagt, dass er am Ende nicht mehr artikulieren kann.
Du hast die Dokumentation über den Reeperbahn Penny gesehen? Die neue? Nee, habe ich noch nicht. Also da haben sie jetzt, da hatten sie vor 15 Jahren mal eine, die ist ja so ein bisschen kultig geworden, ne? Und jetzt haben sie eine aktuelle gemacht letztes Jahr. Und da interviewen sie dann auch so einen von den Jungs, die da so drumherum an den Wänden wohnen. Und fragen den dann auch so, ja, hast du jetzt hier eine Flasche Wodka gekauft und wie lange kommst du denn damit aus? Ja, ich komme dann so in 2 Stunden komme ich wieder. Ja, wie? Ja, so 4, 5 Flaschen am Tag, das muss schon sein. Ja. Jo, da denkst du dir auch, geil, nach einer wäre ich tot, dann könntest du mich begraben. Herr Also nach der Feierabend. ersten würde ich nicht fähig sein, eine zweite zu kaufen. Vielleicht nochmal reingehen und eine mitnehmen. Das würde ich vielleicht noch Oder hinkriegen. eine mitbringen lassen. Das würde Ja. vielleicht noch gerade klappen. Nee, also das ist schon, also so Alkoholismus ist nicht schön. Nee. Also definitiv nicht. Kommst auch schlecht weg von der Krankheit. Also da habe ich auch schon einige erlebt, die sich totgesoffen haben im Laufe meiner Zeit. Ne? Ja. Zumal wir ja Mehr Leute damals. in Kühlen als in Wasser ersoffen. Ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt angenehmer ist. Es sind mehr, nicht besser. Und nicht so salzig bei euch da an der Küste. Ja, ich wollte ja eigentlich zur Kieler Woche kommen, hat sich erledigt. Ja. Krieg keinen frei. Sowieso nicht. Hätte sowieso nicht geklappt, müssen wir nächstes Jahr machen. Ja. Aber die ist abgesagt, ne, oder? Die ist, glaube ich, abgesagt. Ja, weil mittlerweile ist ja alles abgesagt. Mein Ja. Geburtstag ist auch abgesagt, alles ist abgesagt. Ach, dein Geburtstag auch abgesagt? Ja, ich werde zwar hier sitzen und vielleicht abends zur Familie empfangen und ein paar Freunde, aber werde groß Ja. feiern. Nee, kannst ja nicht. Kriegst ja keinen Saal gemietet und nichts, ne? Ja. Dann werde ich Ja. eben in 2, 3 Jahren 60, wenn wir die 7. Boosterimpfung drin haben Dann und. machst du den Udo Jürgens machst du dann. Genau. Nee, den kann ich nicht machen. Ich stehe nicht auf kleine Mädchen. Ja, sollst du nur mit 66 Jahren bringen. 17 Jahre, blondes Haar lässt du da mal weg. Schlager sind auch so ein Ding, ne? Also was die sich da so teilweise zusammengesungen haben, ne? Was die so mit die kleinen Mädchen im Kornfeld getrieben haben damals. Und alle haben immer laut mitgesungen. Yay! So kleine 16-Jährige verführen und so. Ja, Groupies, ne? Ja, eben. Dafür war Bravo ja da. Ja, eben. Apropos Bravo, hast du schon die Rentner-Bravo geholt? Nee, ich Ja, ich muss Montag unbedingt in die hab's. Apotheke, ehe die weg ist, du. Also. Aber. Also für die Leute, die es nicht wissen, die Apothekerumschau hat jetzt zum 70-jährigen Jubiläum tatsächlich eine Ausgabe gemacht mit einem Bravo-Cover und soviel ich gehört habe, auch Bravo-Inhalten. Also ich bin da mal sehr gespannt, was die da gezaubert haben. Vielleicht haben wir da ein Poster vom schönste Paracetamol-Verpackung oder so. In A3. Ja, also die Kritiken, die ich jetzt dazu gelesen habe, waren jetzt nicht so begeistert. Also fanden das natürlich die Idee total cool. Sie sind aber so ein bisschen an der eigenen Courage gescheitert. Also sie kriegen das nicht hin, wirklich Bravo-Niveau zu erzeugen, sondern sie sind Das möchte eben ich auch dann. nicht. Die schaffen eben nur, sie bleiben trotzdem die Apothekenumschau, was natürlich bei einigen Formaten dann einfach nur bedingt witzig ist. Ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich, das Niveau von der Bravo, so weit können die sich bei der Apothekerrundschau nicht runterschreiben. Ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal in so ein Ding reingeguckt hast, ne? Ach, wenn ich bei meinen Eltern bin, da liegt das Ding immer auf dem Klo. Wie es gehört. Wieso liegt bei deinen Eltern eine Bravo auf dem Klo? Nein, die Apothekerumschau. Ach so, ich wollte gerade sagen. Huch. Das würde ich echt denn langsam überlegen. So, jetzt langt, ihr kommt jetzt heim. So. Ich habe hier einen Kunden, der kriegt wirklich jeden Donnerstag seine Bravo. Und dementsprechend habe ich das Ding dann einmal die Woche in der Hand. Und wenn du das durchblätterst, also die Bravo hatte früher schon mehr Niveau, muss ich sagen. Die war auch dicker. Und sie kam eben mehr als einmal im Monat. Kam wöchentlich damals. Ja, eben. Die kommt, glaube Und ich, jetzt jetzt so einmal im Monat. einmal im Monat oder einmal alle 2 Wochen. Ich habe es jetzt nicht so im Kopf, aber. Ja. Und die ist dünn, ne? Das sind dann höchstens noch so 30 Seitchen, so 30 Blättchen. Und inhaltlich. Na, das Naja. ist eben nicht mal das Format zum Vermarkten. Und dann haben die einfach keine Anzeigenkunden mehr, dann haben sie auch keinen Inhalt mehr.
Ist ja auch so jetzt. Ich meine, wenn ich Ja, jetzt und News wieso hat über. er die Bravo noch? Hat er die irgendwann mal mit 16 bestellt und hat es aber nie geschafft, die einmal abzubestellen, weil es Nee, einfach noch da so ein ist altes wahrscheinlich Bürgerabo war? ein Jugendlicher da in dem Haushalt, gehe ich mal von aus, irgendwo. Ne? Aber ist ja auch mit News Stories. Ne? Ich meine, wenn du jetzt über so angesagte Bands wie The Police irgendwelche News brauchst, dann findest du die ja im Internet schneller als in der Bravo. Und Also, du ich hast meine, eben ich auch. weiß jetzt nicht, welche Bands jetzt im Moment so angesagt sind, deshalb sage ich mal Police, die kennt man wenigstens. Ja. Nee, du hast ja dieses Phänomen des Car-Pops, die sind ja ganz anders davor. Ja, Also ja, ja, die ja, ja. machen ja wirklich dann mit der richtigen App, dann kannst du auch mit deinem Superstar dein Mittagessen oder ihm ein Interview mitmachen und so. Die sind ja sehr, sehr dicht dran an der Figur, die sie denn da präsentieren. Und da kommst du natürlich mit einmal im Monat irgendwie zu schreiben. Ja, vor allem mit Internetseiten dann abgedruckt da drin. Die haben ja Ja. tatsächlich Internetlinks dann irgendwie abgedruckt unter den Artikeln. Ja, Was ich ja zeigt, ganz dass toll sie finde. das Also. Format nicht geschafft haben, irgendwie in die Welt zu bringen oder in die neue Zeit zu bringen. Das ist Hätten die doch einfach online was Vernünftiges gebastelt. ja. Und dann wurde dann vielleicht im Monat, sag ich mal, 2 € bezahlt oder sowas für die Kids. Und die können sich dann online dann Videos angucken oder irgendwas. Das funktioniert heutzutage anders nicht mehr. Ja, das ist aber die, das sind auch denn Leute, Entscheidungsträger, die da wahrscheinlich so die neuen Medien, so, ja, wir machen mal eine Internetseite so, aber dass man sagen kann, guck mal, wir müssen jetzt eine App haben, wir müssen exklusiven Content haben, dann haben wir Abonnenten, die zahlen und zack, 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 der muss natürlich die entsprechende Gegenseite das auch mitmachen und dann sagen die wieder, nee, wir verschenken doch nichts, ne? Die sollen doch ihre CD kaufen. Ne, am besten für 50 €, weil wir haben den Preis noch mal erhöht, um die Kosten zu kompensieren. Und dann, Ja, dadurch, dass ja keiner mehr CDs kauft, sind die ja, Preise dann geht der natürlich auch Zug wieder nämlich gestiegen. woanders hin. Ne? Die Preise sind auch Und wieder gestiegen. Das ist. ja. Ich würde auch keine CDs mehr kaufen, jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, ich bin scheinbar da auch in der Beziehung so jung geblieben, dass ich mir sage, die 10 € Spotify-Abo, die tun mir in dem Monat nicht weh, weil ich mir da ja auch keine Platten mehr verkaufen muss. Für das Geld. Ne? Ich habe meine Neuerscheinungen ja alle sofort da. Also wenn ein neues Album rauskommt von John Williams oder so, dann kann ich das sofort hören. Oder von anderen aktuellen angesagten Künstlern. Ja, nee, ich habe dann eben nur, wenn wir in der Räucherei-Band spielen und die gefallen mir, dann kaufe ich gerne mal Platten. Vorzugsweise Platten, Ja, und weil die vorzugsweise bei einfach den weniger Leuten selber. Platz wegnehmen als CDs. Das ist immer noch ein Phänomen. Ja, das Aber fällt man. mir ja auch auf. Ich habe hier einen CD-Schrank, der ist also bickebacke voll mit 400 CDs. Und mein Plattenschrank, da sind 1200 drin, der nimmt weniger Platz weg Ja. irgendwie. Und man Und findet dafür. die Sachen auch wieder und so. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, dass da Autogramme drauf sind. Ne? Also einige Bands haben nur CDs. Und dann kaufst du mal eine. Das Schönste ist immer nur, wenn man sagt, Platte, hast du einen Download-Link drin? Ja, klar. Ne? Bis auf die Band, die sagt, nee, wir sind bei Sony. Gibt keinen Download-Link. Muss auf Spotify nehmen. Danke. Ja, im Endeffekt. Ich meine, ich finde es toll, dass du heutzutage wirklich deine komplette Musiklibrary auf einem Platz hast mit Spotify. Ich finde das einfach klasse. Ne? Wenn ich irgendeinen bestimmten Song hören will, brauche ich jetzt nicht mehr an das Plattenregal zu gehen, die Platte rauszuholen und dann noch die Rille suchen. Ne? Ja, also was bei Spotify eben auch noch so faszinierend ist, dass er wirklich den Musikgeschmack findet und dass er das wirklich dir Absolut. irgendwann Sachen anbietet, die dann echt so in deinem Umfeld sind. So, das ist ja auch, was auch sonst immer, wenn du bei Platten suchen, da hast du immer noch diesen Punkt, so, die habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Und das schafft Spotify. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die kriegen das hin. So. Faszinierend, da finde ich sogar noch, dass die mir Sachen vorschlagen, die ich 20, 30 Jahre nicht mehr gehört habe. Und da wundere ich mich dann immer, also woher wissen die, was ich vergessen habe? Wahrscheinlich ist es banaler, als man denkt. So, geht nur über Alter. Naja, Es klar, gibt ja auch diese wahrscheinlich. Geschichten, wo du Plattencover ankreuzen musst, kenne ich oder kenne ich nicht. Und am Ende sagen sie, wie alt du bist. Absolut, Ja. absolut. Weil Plattencover aus den letzten 20 Jahren würde ich wahrscheinlich keins erkennen. Ja. Außer die von Extra Breit, weil die kaufe ich mir immer noch. Das ist so die einzige Band, die ich immer noch komplett kaufe. Wo ich dann immer sage, oder Slime, da kaufst du die Platten einfach noch. Die musst du haben. Hast du die neue schon? Nee, Gibt's die schon zu die kaufen? neue habe ich bis jetzt erst bei Spotify gehört und habe mich dann noch nicht warm gehört mit.
Ja, also das eine, den einen Song, den ich jetzt nur gehört habe, den fand ich ja echt okay. Also erstaunlich erfrischend. Wobei es gab eben nichts weiter zu hören. Und Spotify bin ich eben kein Abonnent. Was ich nicht verstehe, gerade du als jemand, der nun wirklich auch Live-Musik und gute Musik bevorzugt. Ist wahrscheinlich eine Altersfrage. Das kann natürlich sein, du bist ja noch jünger als ich, ja, wahrscheinlich. Deshalb. So, nicht für online was bezahlen, das sehe ich überhaupt nicht ein. So. Weio, weio. Wo sind wir hier gelandet? Also unser Chat hat heute überhaupt keine Lust, mit uns zu labern. Er lässt sich auch nicht provozieren. Nee, eben, da kannst du machen, was du willst. Also. Und es sind ja wirklich auch die von den üblichen Gestalten sind ja zwei da. Aber die wollen ja heute nicht mit uns reden. Na gut, dann machen wir es eben ohne. Gibt es vielleicht noch einen anderen Chat irgendwo, einen anderen Podcast, der besser ist? Der Den gerade können wir ja online gleich, ist, oder was? den können wir den ja aufmachen, können wir den zusammen angucken. Wir können ja mal gucken, wo wir bei Twitch hingehen können. Weil ich kann ja den kompletten Chat dann irgendwo einfach in einen anderen Twitch-Kanal schieben. Und kann sagen, pff, geht doch zu dem, wenn es euch hier Geht nicht doch zu gefällt. Netto. Ja, geht doch zu dem, wenn es euch hier nicht gefällt. Dann sind wir den Chat los, dann können wir alleine weiterlabern, dann haben wir Ruhe. Ja. Dann endlich mal über wichtige Sachen reden und über lustige Sachen und so, die wir uns Genau. sonst nicht trauen. Apropos nicht trauen, ich habe mich immer noch nicht getraut, das Evil Dead Remake zu gucken wieder. Du hast den noch nicht gesehen, ne? Nee, habe ich mich auch nie getraut. Können wir ja vielleicht mal im Laufe der Woche zusammen gucken. Das können wir machen. Ne? Ich habe den damals im Kino gesehen, fand den toll. Also, ich war überrascht, aber man ist natürlich überrascht, wenn man einen Film im Kino sieht, der ungeschnitten ist. Also gerade zu der Zeit, 2010, 2000, ne, was ist das? 2014? 15? Auf alle Fälle war ich damals echt so, huh? Die haben es gewagt. Aber der ist ja jetzt noch länger in der Fassung, in der neuen. Und da kann man ja mal reingucken. Hattest du den Original Evil Dead eigentlich im Kino nochmal geguckt? Als er damals nochmal lief, in der Wiederaufführung, natürlich habe ich den nochmal im Kino geguckt. Ich fand das sehr witzig, die Reaktion des Publikums. Haben die bei euch reagiert? Bei uns haben die überhaupt nicht reagiert. Bei uns lief der Sohn den Bei Leuten uns vom. war das eine einzige Party. Und das Echt? waren alles Jungvolk, die wahrscheinlich die meisten ihn gar nicht kannten. Hm? Und die haben wirklich die Komödie gefeiert, was ich wirklich faszinierend fand, weil. Dass er eine Komödie ist, ist mir erst nach dem fünften, sechsten Gucken mal aufgefallen, weil Echt? ich so brutal von diesen Effekten denn schockiert war. Nee, also da muss ich sagen, also wir haben den ja damals hier bei uns im Rex gesehen. Wir waren zu fünft oder sechst in der ersten Reihe, weil das war ja so ein Kino, weißt du, so groß wie mein Wohnzimmer und dann vorne so ein Bildschirmchen da. Und dann wurde ja über Spiegel da drauf projiziert. Anders hast du ja im Kino bei uns nicht sehen können. Und wir haben relativ schnell verstanden, dass der Film witzig ist. Der Rest des Publikums hat das damals aber nicht so richtig verstanden. Also da war das umgekehrte Verhältnis. Und jetzt, als er da nochmal im Kino lief, hast du eben gemerkt, das sind alles Leute, die haben den schon tausendmal gesehen. Und die gehen nur, um ihn mal auf der Leinwand zu sehen, da rein. Also da war wenig mit Reaktionen zu finden. Ich war ganz begeistert. Meine, was kann man da alles erkennen auf diesem Bild? Das ist Ja, ja ja, unglaublich. ja. Wobei, der ist ja jetzt auch wieder auf 4K remastered und nochmal neu rausgekommen. Also der kommt ja auch alle 3 Wochen raus. Anstatt die mal irgendwelche anderen Filme mal remastern, die ich mal gerne mal wieder sehen würde. Aber das wird wohl nichts, ne? Mit den selteneren Sachen. Ja. Obwohl da haben wir ja, zur Not hat man ja Arrow, wenn irgendwie gar nichts mehr geht. Dann kann man immer noch bei Arrow reingucken. Das war jetzt ein super 4K-Film. Ach nee, war der gar nicht 4K? Was? Der Cannibalo Brutalo. Nee, der ist von einem, das ist ein 2K-Master. Okay. Aber der sieht in Blu-ray auch erheblich besser aus als das, was du gesehen hast. Also da kannst du viel mehr tolle Details erkennen, die du gar nicht erkennen möchtest. Also, kannst du die Penisse noch größer sehen. Ehrlich, das habe ich vermisst. Das ist ein überragender Penisfilm. Also da geht nichts dran auszusetzen. Aber wir wollen ja nicht spoilern, ne? Nee. Was wir da noch Gutes gesehen haben, alles. Vor allen Dingen das, was uns der Ingo da geschickt hat, die Liste mit den komischen Filmen. Oder der Mickey war das, ne? Der uns da die ganz komischen Filme noch geschickt hat. Das wird interessant. Ja gut, aber wenn sonst hier keiner mehr was will, dann würde ich mich gern zu meinem Mittagessen begeben. Ja. Ne, weil dann machen wir ein bisschen früher Feierabend. Ist ja auch mal schön, wenn der Chef früher Feierabend gibt.
Hat noch irgendjemand was zu sagen und zu melden? Sonst schweige er für eine Woche, nein, für Ja, zwei. eben für zwei. Nee, nicht ganz, weil wir eventuell ja nächste Woche mit einem Podcast rauskommen. Ja, das schaffen. Bei Wenn wir wie unserem Arbeitspensum, also geplant ist, hat ja schon eigentlich vor Weihnachten war das, ne? geplant ist er eigentlich schon längst fertig. Ja, aber man entdeckt ja auch immer mehr, was man noch dazu packen muss. Und Ja, damit das rund ist, ne? ja, das wird das große Problem sein. Ich glaube auch, wir brauchen drei oder vier Aufnahmesessions, bis wir das hinkriegen. Weil ich möchte ganz gerne auch ein paar Ausschnitte einspielen, ein bisschen Musik einspielen und so. Ich habe mir dann überlegt, ich veröffentliche dann eben nicht auf YouTube, sondern auf Odyssey. Weil bei Odyssey gibt es keine Copyright Strikes. Da gehen zwar weniger Leute gucken, ne, und suchen, also Pech halt, aber dann mache ich auf YouTube eben eine safe Version ohne Ausschnitte und setze den Link zu Odyssey da rein. Und dann kann man wenigstens auch mal Filmausschnitte und ähnliches zeigen, weil ich finde das ziemlich doof, wenn du immer über irgendwas redest und den Leuten nicht visuell auch noch irgendwas präsentieren kannst. Nur mal bei dem Film eben, der Soundtrack ja auch echt maßgeblich ist. Wir müssen das Main-Team von Mondo Kane und wir müssen das Main-Team von Cannibal Holocaust auch spielen. Also Ich auch wenn finde wir. das Main von hier, Adio, Das Sio ist auch Tom, wunderschön. das Das erlebe ist. ich mich ja immer wieder, dass ich auch noch durch die Wohnung laufe und das vor mich Schlimm, ne? hinsinge. Ist das nicht schlimm? Also, Das ist dieser Ozzolani, ne? Ist immer ein ganz, ganz seltsamer Komponist, muss ich ganz auch ehrlich echt böse. sagen. Also der hat so dieses verspielte, nette, was irgendwo so im Hinterkopf hängen bleibt und was du immer wieder die Melodie dann reinkriegst. Also. Und er ist auch schön, wie er das auf die Bilder kriegt, weil es gibt ja wirklich Szenen, wo du wirklich siehst, die spielen eigentlich was anderes, aber es passt, was er den da jetzt aufs Instrument zaubert. Und das macht er so cool. Naja, also, oh mein Gott, das ist das eine Themenvielfalt, die wir behandeln müssen. Das wird eine 3-Stunden-Episode, könnt ihr euch drauf freuen, mindestens. Okay, ich mache jetzt Feierabend, muss sowieso Ich mache pinkeln. mich fertig für den Fußball Ja, und dann. dann drücke ich mal die Daumen, dass ihr das heute richtig gut hinkriegt. Ja, hoffe ich auch. Und Aber schauen ja, wir mal. Chat, fauler Chat heute, aber bis in 2 Wochen. Dann hören wir uns wieder. Ciao! Bis dann. Tschö.